So, also, willkommen zurück. Lothringen. Ja, wir machen so Auge auf Köln, bin ich ehrlich, ne? Hier kann man ja hier den Dom dann beschwören, aller, für viel zu viel Geld. Der ist doch scheiße, naja. Und hier ginge es dann auch weiter in die Baronie. Aix-la-Chapelle, Alter. So. Und da gibt es dann natürlich auch die Aachener Königpfalz. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was wir als unseren Hauptsitz dann. Aber wir erobern erstmal. So. Beim letzten Mal haben wir angefangen, diese Bereiche hier für uns zu beanspruchen. Des Weiteren haben wir mit Herzog Sterzig angefangen zu spielen. Aachen ist das. Junge. Mir ist schon klar, dass das die Stadt Aachen ist, aber die Baronie ist nicht Aachen. Verstehst du das? Oder? Warte mal. Ist ja auch egal, wir reden jetzt über was anderes. Auf jeden Fall haben wir mit Sterzig weitergespielt und holy shit, hat der eine Frau erlangt. Und zwar Boris. Boris ist das krasseste Weibsbild hier, also ich, sorry, aber so hat man das damals gesagt. Also die ist krank. Also krank, die ist krass. Krank gut. Die hat 33 Diplomatie. Null Bildung? Nee, wait. Null Ränkespiel? Stimmt, null Bildung hatte die von Henno, ne? Ja, das war... Auf jeden Fall ist die krass naiv, aber krass extrovertiert. Ist das eine gute Kombo? Ah ja, auf jeden Fall hilft ihr uns übertrieben, dieses Reich zu führen. Und ja, an Sterzigs Seite ist es anspruchsvoll. Deswegen ist sie leider wahnsinnig geworden. Mensch, das passiert. Aber sie ist wunderschön. Und das, meine Damen und Herren, also die hat die Belger rausgeknallt aus der Röhre ohne Ende. Wir haben hier als unseren aktuellen Spielererben Papo. Der ist stattlich. Immerhin, ne, Maluna, immerhin. Den haben wir ausgebildet, die Werte sind in Ordnung, aber ich sehe mich ihn schon im heutigen Stream natürlich enterben. Denn wir haben dann noch den Kalle bekommen. Und Kalle, das wissen wir alle, der ist wunderschön. Und der muss unser Erbe werden. Der hat leider wenig Verwaltung bisher. Aber das kriegen wir hin. Auflustig und bescheiden. Gute Kombo. Ja, und natürlich dann noch den Henno. Der ist neugierig, stattlich. Aber der, sorry, der ist halt nicht important. Und dann haben wir nochmal Sterzig. Auch stattlich. Also das sind gute... Aber Kalle ist am krassesten. By far. Ich glaube, dadurch, dass er rauflustig ist, kriegt er auch gut Kampfgeschick. Ja. Der hat 5 Kampfgeschick. Ja, guck mal. Junge, der ist 14, Kalle ist 9 und der hat einen Kampfgeschick nur weniger. Das ist crazy. Und dadurch kriege ich 3 auf Frömmigkeit, weil der war ordentlich. Naja, so, was gibt es noch zu sagen? Wir sind 34 Jahre alt, eine eifrige Frohnatur, Stats, also alles nice. Wir sind weder fettleibig noch ein Trunkenbold oder sonst was. Wir waren mal so kurz davor, haben es aber wieder in den Griff bekommen. War ordentlich stressig, aber wir sind wieder am Start. So, jetzt muss ich erstmal checken, was liegt an. Wir haben in Jerusalem, wir haben wen gefangen genommen vom Kreuzzug. Der gibt 10 Tacken. Ah, nee. Der muss ein bisschen mehr Geld haben und dann gebe ich den auch raus. Wir können gerne mal in unseren Knast gucken. Da haben wir 2 Gefangene. Was mit ihr? Besessen, krank, Bastard. I, die bleibt im Kerker. Gut. Also wir haben irgendein Kind aus Arabien gefangen genommen und das ist jetzt bei uns im Knast. In Spandau. Ja, scheiße gelaufen. Okay. Das ist egal, das ist egal. Wir können immer noch das Herzogtum Hessen schaffen, das ist aber gerade auch egal. Reich verliert Land, wenn dein Herzog stirbt. Der ist aber erst 17. Das ist in Ordnung. Da kümmern wir uns später drum. Okay. Dann würde ich sagen, im Rat auch alles Paletti. Die ist da schon 15 Jahre drin. Ja, ist halt scheiße gelaufen. Was soll... Nein, Mann.
Ach so, die. Ja, ich dachte sie. Ja, weiß nicht, ist irgendwie Schmutz in meinem Kerker. Aber mittlerweile ist sie auch besessen und dem Tode nah. Die wird da verrecken. Das ist aber auch in Ordnung. So, genau. Unser Hofarzt hat ja auch Scheiße gebaut gehabt, aber es geht jetzt wieder. Wir hatten hier auch mal irgendeinen Bischof, glaube ich, der richtig nur Scheiße gebaut hat. Aber, ja. Gut, unser Rat sieht in Ordnung aus. Wir bilden Befehlshaber aus. Ja. Was haben wir für Ränkespiel am Laufen? Gar nichts. So. Im Grunde genommen wollen wir Krieg gegen Lothringen. Die haben auch schon gerade einen Krieg gegen Bayern. Genau. Genau, da haben wir ja aufgehört. Krieg gegen Bayern, richtig frisch. Haben sehr viele Waffenstillstände. Haben die ein Bündnis? Nein. Genau, unsere Truppen erholen sich gerade noch vom Kreuzzug. Ich würde mal laufen lassen. Ich würde laufen lassen. Und potenziell können wir hier uns Köln schnappen. Für nur 38 Ruhm, das ist ja der Hammer. Ach, es kostet so wenig, weil es ein Kind ist. Ehre. Kölle Alav, ja nicht mehr lange, wenn ich da angekommen bin, Freunde. Freunde der fröhlichen Unterhaltung. Ah ja, Komplott, sehr gut, Komplott. Genau, das wollte ich ja gucken. Also, in Holland haben wir auch jemanden sitzen, da haben wir uns den Sohn gesnackt. Der Sohn, warte mal, sollte das nicht mal Mündel werden? Ne, irgendwas hatten wir da doch gemacht, weiß ich gar nicht mehr. Wir haben ja auch ein paar Töchter, haben wir die verheiratet? Oh, scheiße, das muss ich jetzt erstmal aufholen. Nein, nicht vermählt, auch nicht vermählt. Also da sind zwei potenzielle Bündnisse, Sterze können wir auch noch. Holland wollen wir aber auch perspektivisch erobern, die haben auch nicht so viel Truppen. Könnte man da einen Anspruch von Fürstbischof Frederik können wir uns da reinholen. Okay, wie sieht es in meinem Reich aus, vasallentechnisch, die mögen mich alle. Er hier nicht, komm, dann machen wir jetzt mal eine Beeinflussung. Zack. Wie geht's der Frau? Gut, ne? Die ist jetzt 39. Mal gucken, wie viel die noch rauskriegt. Aber irgendwann tickt ja auch die biologische Uhr, ne? Gut. Der Trost eines Freundes. Ach, die Gräfin Ide, ne? Stimmt. Die ist doch relativ mächtig sogar in Frankreich inzwischen. Ist die... Die ist nicht verbündet mit uns, ne? Wollen wir die nicht... Also die ist unser Freund, das heißt, die wird uns immer zur Seite stehen. Hat ganz gut Truppen, 1600. Wollen wir da nicht eine Heirat arrangieren? Machen wir gleich. Wie wäre es denn mit unserem useless Sohn, den wir eh enterben werden? Mit ihr. Die Kinder kommt in mein Haus, das gibt Papo ordentlich Prestige. Chance auf Kinder moderat, aber... Ja. Was meint ihr? Ihr hättet gerne Meinung über... Also potenziell kann man schon bessere Deals herausbekommen, aber sie ist halt auch schon von Herzig ein Freund. Und das in Kombo ist schon sehr nice. Die hat auch noch ein paar Ansprüche. Die kann da auch noch mächtiger werden und dadurch, dass ihr Mann gerade ins Gras gebissen hat, offensichtlich. So, würde ich das mal vereinbaren. Was haben wir hier? Des freien Mannes Glück. Peter, ein freier Pächter auf dem Land in Minden, hatte dank seiner sorgfältigen Planung diese Saison eine außergewöhnlich gute Ernte. Jetzt möchte er mir mit einem Teil des Gewinns ein Stück meines Grundes abkaufen. Junge, spinnt der? Vergesst den Ackerbau, Seemann, gehört an meinen Hof. Hat er denn krasse Qualitäten? 20 Verwaltung. Auf jeden Fall an den Hof, weil der kann dann Kalle ausbilden. Was aber auch ein bisschen risky ist, weil ich kann dann nicht die... Ich kann dann halt nicht die Dingens, die Persönlichkeitseigenschaften bestimmen.
Geil, Bündnis ist durch. Ehre. Feinkomplott brauchen wir jetzt nicht, oder? Wir können sie umnocken. Das wäre sogar sehr erfolgreich. Und dann wären ja die Erben, die... Ja, das ist auch etwas, ne? Das muss man eigentlich mal richtig durchschauen können, damit man... Also, wenn man jetzt mal sagt, wir haben hier Lothringen, wir schauen uns das Königreich an. Die Erbfolge wäre er hier. Aber was haben die für eine Erbfolge? Bundteilung. Guck mal. Alle Kinder erben zu gleichen Teilen. Sie hat aber keine Kinder. Gilt Bundteilung, wären auch... Ja... Was passiert, wenn der Charakter keine Kinder hat? Achso. Ja, da steht halt nur Bundteilung. Das ist halt... Also, wir haben hier halt ein paar Leute, die dann in Frage kommen. Wird dann das Reich aufgeteilt? Oh lol, die haben sich hier gerade... Achso, nee, Quatsch. Geht wahrscheinlich an den nächstlebenden Verwandten. Ja, das denke ich mir auch. Also an ihn hier würde es dann gehen. Und er ist halt relativ mächtig. Mir stellt sich halt aktuell noch die Frage, wann teilt sich das Reich auf? Ich glaube, wenn bei dem Königreich, wenn die Bundteilung nicht gilt, erbt der Haupterbe halt alles. Das ist aktuell in der Erbfolge er hier. Können wir mal unten links sehen. Aber das ist jetzt auch nur eine Vermutung, müssen wir mal beobachten. Ich denke mir aber generell, mit ihr sind viele unzufrieden, weil sie ist ein Kind und generell... Ist das immer schwierig? Bedeutet, es gibt viele Unabhängigkeitsbewegungen, die man aber nicht einsehen kann. Ne? Die kann ich ja nur in meinem Reich einsehen. Also ich glaube, das ist schon generell ein guter Zeitpunkt, hier gleich mal aggressiv zu werden. Kreuzzug ist übrigens bald vorbei. Geil. Domänenschwelle plus 2. Das ist richtig nice. So, ich spule mal ordentlich vor. So, St. Georg hat uns verlassen. Ja, war auch eine Scheißaktion. Bin ich ehrlich. War richtig kacke. Das Reich teilt sich nie. Es ist absolut in dem Interesse, sie am Leben zu lassen, weil ein Mädchen auf dem Thron es dir leichter macht, Claims zu bekommen oder eben Kriege zu gewinnen. Also das Reich teilt sich generell beim Ableben eines Herrschers schon mal. Also auf jeden Fall. Ja, ja. Also Kalif Musa ibn Isa von Abbasid hat uns rasiert. Eifer von Katholizismus wurde um 30 gesenkt. Das war halt scheiße. Der Haupterbe bekommt den Haupttitel. Die Herzogtümer werden aufgeteilt, sind aber... Okay. Also so oder so gibt es Stress, denke ich. Ah, da bin ich halt noch kein... Das Ding ist halt auch bei mir, ich habe viel Spielzeit, aber ich habe tatsächlich noch mir noch keine Guides oder so angeguckt. Oh, herrlich. Was halt auch ginge, Theorie, hat gerade jemand vorgeschlagen, ich könnte sie ja verheiraten, falls sie will, mit einem meiner Söhne. Will nicht. Will nicht, will nicht. Weil ihr habt schon zu viele Bündnisse. Steigt durch Heirat ab. Eigene Heirat, ja. Naja. Okay. Ich würde sagen, wir beobachten einfach. Wir machen es jetzt simpler, mein Gott. Man kann immer so viel Intrigen hier planen und spinnen, aber ich glaube... Das ist gerade schon echt guter Fang. Wir beobachten jetzt einfach den Krieg zwischen Bayern und Lothringen. Und dann werden wir einsteigen. Genau, die machen neue Münzen im Land.
Da würde ich sagen, also wir entweder bekommen mehr Zuwachs, Prestige oder Verwaltungslebenswandel. Und ich glaube, ich würde Verwaltungslebenswandel Erfahrung nehmen. Geil, uns hat geklappt, krieg 70 Gold und neue Silbermünzen geprägt für 5 Jahre. Ehre. So. Die kämpfen gar nicht. Warum kämpfen die nicht? Hm. Na gut. Wir können hier mal gucken, was haben wir hier für Verbündete. Gräfin Ide, genau, 1300. Und er hier, er hat nicht so viel. Oh, geil. Verfügbares Dynastievermächtnis. Upgrade, whatever. Das ist ziemlich nice. Das hatten wir noch gar nicht. Wenn eine Dynastie, wo wir ja gerade noch am Anfang sind, wir haben jetzt auch unser eigenes Haus gegründet und so weiter und sind jetzt Dynastieoberhaupt, gewinnen wir ja Bekanntheit. Das ist dieses Baumsymbol immer. Und dann steigt hier eine Leiste. Und dann können wir hier wie so ein Skilltree Sachen freischalten, wie zum Beispiel fruchtbare Lenden. Fruchtbarkeit plus 10%. Also alle Leute in dieser Dynastie erhalten plus 10% Fruchtbarkeit. Das ist halt richtig nice. Sippe ist generell meiner Meinung nach, da sitze ich gerade drüber, aber links unten ist der Skill Tree Sippe. Ist meiner Meinung nach sehr stark, weil das ist halt so im Early Game einer Dynastie sehr gut, weil man dann besser snowballen kann. Ist generell einfacher. Aber es gibt natürlich auch noch andere. Genau, Blut ist auch ultra stark. Weil wir gehen ja die ganze Zeit auf vererbliche Eigenschaften. Und wir haben gesehen, bei Papo, Henno und Sterzig hat es nicht ganz so gut geklappt. Da hat es halt nur zur Stattlichkeit gereicht. Nur lediglich Kalle ist wunderschön geworden. Aber das sind hier auch noch sehr gute Sachen. Hier kann man nochmal vererbliche Eigenschaften verstärken. Also, ne, es gibt ja verschiedene Ränge. Wunderschön, stattlich und, was war das Niedrigste? Es ist auch bei männlich-weiblich immer noch ein anderer Name. Aber es gibt ja immer 3 Stufen von einer vererblichen Eigenschaft. Und hier hat man 30% die Chance, bei einem Kind die quasi zu verstärken. Also eine Stufe stärker zu bekommen. Generell, ich habe euch letztes Mal auch schon gesagt, das ist hier ein reines Züchten. Aber fruchtbare Lenden ist halt im Early Game nice. Ich stream bis 20 Uhr. Deswegen würde ich fruchtbare Lenden erst nehmen und dann blaues Blut. Zack. Blaues Blut ist overall stärker auf jeden Fall, aber jetzt im Early Game ist fruchtbare Lenden besser. So, wir können Glaubensüberhaupt um Geld bitten. Können wir den jetzt hier mal langsam... Okay, der Preis ist ein bisschen gestiegen. Ihr könnt König Hemming den Krieg erklären. Wer ist König Hemming? Der ist geschwächt. Aber Dänemark ist eigentlich nicht so sehr in meinem Interesse. Bin ich early. Oh, hier ist was passiert. Lothring ist richtig im Krieg jetzt. Aber jetzt haben die 4000 Truppen. Hier wurde irgendwas einverleibt. Der Haupterbe von Lothring ist verreckt. Und jetzt hat sie das geerbt. Das ist ja nicht so gut. Aber sie ist halt hardcore im Krieg. Vertriebene Leibeigene. Grafschaft von Oldenburg wird schier überschwemmt von Flüchtlingen aus benachbarten Grafschaften von Dokkum. Bla bla bla. Die fliehen vor der Grausamkeit von diesem Holland-Jarl. Ich bin so gnädig, die Leibeigenen an Harald zurückzuführen. Nee, Mann. Ich führe die Leibeigenen zurück, aber nicht ohne Harald streng zu tadeln. Ich zeige meinen Leibeigenen ihre neuen Bauernhöfe. Zusätzliche Leibeigene. 33% Aufgebotsgröße. Holy shit! Und Besitz zum Steuern? Ja, Ehre. Der kann ruhig sauer auf mich sein, das ist scheißegal. So. Er macht Krieg gegen ihn. Ja, viel Spaß. Wirst du verlieren, Bruder. Okay, dann können wir aber erstmal auf den noch nicht zählen.
Aha, er hat's mitbekommen. An den ekelhaften Herzog Sterzig. Also wie die miteinander reden, das ist einfach nur schlimm. Ich weiß, dass ihr mir meine Leibeigenen gestohlen habt. Mir mag zwar die Möglichkeit fehlen, sie mir zurückzuholen, aber denkt nicht, dass ich diesen Affront vergessen werde. Ihr habt euch meine Feindschaft zugezogen. Hoffentlich war es das wert. Das waren eure Leibeigenen, verzeiht, ich werde sie zurückschicken. Nope. Grummelt, so viel ihr wollt, das wird nichts ändern. So. Ja, Junge, ist mir scheißegal, Bruder. Du bist eh auf meiner... auf meiner Liste. Scherz. So, was passiert hier, Mann? Das ist jetzt knifflig. Wir machen mal weiter. Wir haben sehr viel Geld. Ich will das aber jetzt nicht alles so rausjieten, weil ich will ja eigentlich Köln richtig... Aber man will ja auch, dass das Geld für einen arbeitet, ne? So ist ja nicht. Wir sind ja nicht dumm. Papa wird erwachsen. Und damit ist er auch raus. Richtig? Du bist jetzt bei deiner... Nee, verlobt. Ja, ihr könnt doch jetzt heiraten, wenn du erwachsen bist. Verlobte können heiraten. Ja, go. Zack. Okay, okay, okay. Okay, Dänemark kriegt richtig auf den Sack. Holy shit. Was haben wir denn hier? Dithmarschen. Oh, Dithmarscher ist auch ruhig. Das Bier da, also... Steck's Geld in Truppen. Das könnte ich tatsächlich machen, gerade. Weil wir planen ja eh, pass mal auf, das ist ein guter Punkt, guter Punkt. Wir gründen jetzt Kriegsvolk. Und zwar, wir brauchen Onaga... Und, pass auf, Reiterei. So, jetzt Bogenschützen oder Pikeniere. Hm. Oh, Pikeniere, komm. Countern leicht, ja, ja. Wobei die Bogenschützen, countern halt Plänkler. Plänkler sind doch, ist das leichtes Fußvolk? Oder ist das die, sind Aufgebote Plänkler? Warum steht da Plänkler und nicht? Leichtes Fußvolk. Ja, das haben sehr viele. Die KI, glaube ich, hat generell immer viel leichtes Fußvolk, wenn man hier mal schaut. Leichte Reiterei, gepanzertes Fußvolk, ohne gar, okay, never mind. Na gut. Okay. Dann rekrutieren wir jetzt ein paar Truppen. Also wir haben diese Kriegsvölker jetzt ausgehoben. Da seht ihr, die werden jetzt rekrutiert nach und nach mit der Zeit. 5 von 100. Die haben hier, die sind gerade nicht ausgehoben. Deshalb kosten die mich im Monat relativ wenig. Aber wenn ich sie aushebe... Nee, wait, das ist der volle Unterhalt. Genau. Das ist der volle Unterhalt. Bei Nicht-Aushebung kosten die halt, steht da im grau gedruckten, nur 26, also 0,26 Gold im Monat. 0,26. Genau, notfalls kann ich immer noch Söldner kaufen. Das ist ganz nice. Das hatten wir ja schon. Oh, die sind aber gerade alle schon gekauft. Crazy, was geht hier ab, ey? So. Die hat jetzt gerade wieder Land verloren irgendwo. Ach, guck mal, hier unten auch, Alter. Was ist Lothringen für ein Fleckenteppich? Unnormal. Ihr Partner unterstützt euch bei Verwaltung. Die ist einfach so broken. 300 EP. Das ist wirklich Boris. Ey, eigentlich müssen wir die screenshotten und dann ausdrucken und so einen Bilderrahmen und hier hinstellen. Die ist einfach insane. Das ist eine tolle Sache. Oh, da schrumpfen die Truppen. Seht ihr das? Und jetzt gleich wird Krieg erklärt. Ich sag dir das. So. Kalle behält die Eigenschaft ehrlich.
ist tugendhaft, aber es geht halt Ränkespiel runter. Und zwar ordentlich. Aber dafür Diplomatie hoch. Das ist schon auch sehr nice. Und das ist eine Tugend. Also ich würde das schon nehmen. Das, da gibt es Schlimmeres. Oh, ich habe mir die Alternative gar nicht angeguckt. Dabei ist doch Kalle mein Prachtbursche. So, wir können mal in der Zwischenzeit, ich fühle mich sehr sicher in meinem Reich, ich habe eigentlich wenig Widersacher, würde ich einmal hier Geheimnisse aufspüren und sie so richtig fertig machen. So, das ist nice. Jetzt werden wir nämlich Architekt. Erst große Upgrade, sage ich mal. Wir kriegen unsere erste Lebenswandeleigenschaft. Stärke geht's gut, alles in Ordnung. Und ihr seht, das sind ordentlich, das ist ordentlich. Nervt mich gerade nur ein bisschen, dass wir jetzt natürlich gerade nicht viel bauen, aber wir planen gerade eine Offensive. Man kann nicht immer nur, man muss flexibel bleiben. So, jetzt hat er genug Geld, 25 Gold, Ehre. Kannst deine Tochter wieder haben. So. Aber wir leben ja auch noch eine Weile. 36 ist ja gar nichts. Guck mal hier, Bauernaufstand in Dortmund. So, jetzt, ich sag dir, der Keks wird hier so zerbröseln. Wir haben jetzt schon mehr Truppen und dann rufe ich jetzt noch meine Verbündeten. Ich glaube, es ist Zeit. Hallo, Papo. Vater, du willst mich enterben? Nein, nein, ich enterb dich nicht. Dein Eigenfleisch und Blut? Ich hab dich verlobt mit Ide. Ide ist eine weise Frau. Ist sie auch ansehnlich? Schon, oder? Ist okay, ne? Die ist bescheiden, sprunghaft, gerecht. Das passt wunderbar zu dir, denn du bist nachsichtig, ungeduldig und gesellig. Das stimmt sogar. Hast du mir die Eigenschaften gegeben oder kam das automatisch? Bist du... Ja, schon. Das stimmt echt. Ja. Nein, ich enterb dich nicht. Gut, will ich auch hoffen. Schöne Haare. Ja, das war Papo. Perpo. Ja, das war Perpo. Ey, die gewinnen gerade gegen Bayern. What is Papo? Wir hatten auch letztens in der Greenscreen-Challenge, Papo hat eine richtig nice Greenscreen-Challenge gemacht auf seinem Kanal. Irgendwer hat ihn Papo genannt, glaube ich. Oder Sterzig? War das nicht so? Wo waren das? Generell unser Name Englisch. Sterzig. Papo. So. Hallo, wo sehe ich denn? 33. Also, folgendes Problem. Ich will Papo natürlich nicht enterben, Bruder. Aber würde ich es tun müssen, brauche ich 75 Bekanntheit. Also meine Dynastie braucht 75 Bekanntheit. Ich habe 33. Und zusätzlich... Sie müssen Teil eures Reichs sein. Das check ich nicht ganz. Hier sieht man übrigens, wie sich das Reich aufteilen wird auf meine Söhne. Uiuiuiui, da müssen wir auch nicht Krieg führen. Ja, das Problem ist, ich habe den zu früh verheiratet. Der ist jetzt ja Teil von Ides Reich. Aber der erbt halt trotzdem bei mir. Das ist, schwierig.
Scheiße. Ich meine, er ist auch, er ist nicht schlecht. Das ist ein gutes, das sind, die Stats sind okay. Er hat viel Verwaltung und er ist stattlich. Aber er ist jetzt schon verheiratet an eine Frau, die nichts hat. Wie kommen wir da raus? Wie kommen wir da raus? Ich könnte ihn umbringen. Geht nicht. Ich könnte die Frau töten und dann... Ich könnte Ide töten und dann... Boah, 6% nur. Dann wird er... Nein. Das ist jetzt ganz schwierig. Das Problem ist, Leute, ich bin halt immer noch in einer autonomen Vasallenschaft hier. Ich habe noch nicht begrenzte Lehnsautorität und dann geht das so weiter, weil dann kann ich bei der Nachfolge mehr ändern. Bundteilung kann ich ändern, die Erbfolgeart. Ich kann meinen designierten Nachfolger ändern. Da könnte ich jetzt zum Beispiel dann Kalle einfach einstellen. Aber das dauert noch, weil wir müssen kulturell das erst erforschen. Das, wir sind ja gerade bei der Plenarversammlung, Forschung, sächsische Innovation. Die Sachsen haben das halt noch nicht. Und dann, wenn wir im Frühmittelalter sind, gibt es den nächsten Step. Hier Gemeindebildung, glaube ich, oder königliches Vorrecht, Erbherrschaft, ja. Und dann so weiter. Hochmittelalter, Spätmittelalter. Scheiße, das ist richtig kacke gelaufen. Ich hoffe, er stirbt. Ich hoffe, Papo stirbt. Ich muss irgendwie... Wie kriege ich ihn wieder an meinen Hof? Sie ist halt schon die Chefin, ne? Sie ist ja die Chefin, genau. Ich müsste ihn irgendwie durch ein Druckmittel wieder an meinen Hof bekommen. Das geht vielleicht. Und dann lasse ich ihn in meiner Armee als Ritter kämpfen. Ich zwinge ihn dazu, das geht. Und dann verreckt er hoffentlich in der Schlacht. Warum soll ich die Frau töten? Was bringt das? Ja, Sterzig, ich lasse ihn verrecken. Warum soll ich die Frau töten? Wenn ich die Frau töte, dann wird er Graf. Wait, oder? Nee, Moment. Nee. Oh! Wenn ich die Frau töte, dann ist er einfach niemand. Well. Weil, wenn man jetzt mal guckt, Grafschaft von Anjou, Nachfolge wäre der Lukas. Das ist nämlich ihr Sohn. Den hatte sie mit ihrem alten Mann, der tot ist. Er hier. Hoppala. Das heißt, wenn ich sie töte... Gesetz erlassen. Ja, ja, das geht das schon? Gesetz hinzufügen. Wait. Ich könnte feudal... Ja! Nein, das ist nicht gut, weil... Ja, da kann ich nur sicher gehen. Ja, pass auf. Man kann in seinem Reich für Prestige Gesetze erwirken. Zum Beispiel eine Feudalwahl. Also generell Wahlen. Das sind so verschiedene Arten von Wahlen. Die armen Wale. Und da, im Grunde genommen, stellt es euch so vor, ich versimpel es jetzt mal, es gibt halt eine Abstimmung. Die findet nur einmal statt, die ist aber durchgehend, also da können auch immer Sachen verändert werden. Aber im Grunde genommen entscheiden die Vasallen und man selber mit Stimmen, wer der Haupterbe wird. Das bedeutet aber nicht, dass man den spielen wird. Es gibt einen Unterschied zwischen Spielererbe und Haupterbe oder generell Erben. Bedeutet, würden wir jetzt hier entscheiden, ja, wir erlassen ein Gesetz im Herzogtum von Spandau. Und da sagen wir dann, ja, wir wollen ja Kalle da haben, weil das ist, der hat bessere Stats. Dann spiele ich den trotzdem nicht. Das ist sogar noch schlechter dann für mich. Wir können so höchstens sicherstellen, das ist aber ein anderes Thema, dass der Papo hier möglichst alles bekommt. Kalle ist auch wunderschön, muss man bedenken, ja. Also, ich würde folgendermaßen, ich würde sie töten, dann erhöht sich, glaube ich, die Chance, dass ich ihn auf meinen Hof bekomme. Ich bin am Arsch.
Er lebt nicht in meinem Reich. Ich will ihn wieder an meinem Hof bekommen. Hof einladen. Der ist Ehepartner. Genau, sie muss weg, dann kann ich ihn auf meinen Hof einladen. Und dann kann ich ihn für mich kämpfen lassen und dann stirbt er in der Schlacht. Das ist mein Ziel. Das heißt, ich töte sie. Und du unterstützt. So, jetzt haben wir 17%. Dann überzeugen wir jetzt ihn, wir haben ja Geld. Und ihn. So. Prozent. So, und jetzt schauen wir mal. Oh, sie wird wieder stärker. Verteidigen gegen Graf sonst was. Das ist er. Und was, worum geht's? Tyrannei. Sie wird abgesetzt. Und die gewinnen gerade. Was passiert, wenn sie abgesetzt wird? Herrscher können durch die Forderung einer Fraktion oder besondere Ereignisse abgesetzt werden. Ihre Erben werden dann ihre Titel erben, wodurch der alte Herrscher noch lebt. Das heißt, das ist ja noch besser, weil das ist sogar nur ein Höfling. Die hat ja gar kein Anrecht. Oh, und sie verliert gerade den Krieg. Das ist ja formidable, würde der Franzose sagen. Die sieht aus wie 12. Die ist auch 12. Königsrang auch. Ja, das passiert nebenbei. Wir wollen ja Krieg führen, dann kann ich Königreich gründen. Wenn du genügend Herzogtümer... Ja, das wissen wir. Danke, das wissen wir. Wir müssen natürlich auch nur Königreich gründen. Aber dafür brauchen wir eh ein größeres Reich. 30 Grafschaften, glaube ich. Oder 3 Herzogtümer. Ja, ich habe es einfach drauf. Und wir müssen auch Ruhmstufe erreichen. Das kriegen wir auch durch Krieg ganz gut hin. So, wir beobachten weiter den Krieg. Er ist jetzt hier gleich gewonnen, beziehungsweise verloren aus ihrer Perspektive. Tamina erhält fähiger Taktiker und Pionier. Crazy. Tamina, Alter. Kann ich verheiraten jetzt? Tamina. Wir brauchen jetzt Bündnismacht. Die haben perspektivisch. Der ist mit Bayern verbündet. Das ist mein Neffe. Ist ja witzig. Das sind dann perspektivisch 2000 Truppen, aber der kriegt gerade gut auf den Sack und dann verliert er Truppen. Jo, der wird verlieren. Dann machen wir ja hier Hildebert, Alter. Tamina, was hältst du davon? Oh, was wir auch machen könnten, es geht ja auch vor allem gerade darum, dass wir unsere Dynastie in Lauf bekommen. Und ich weiß nicht, ja, was ist denn, wenn wir hier... Hallo? Ehepartner finden. Bündnismacht. Was bekommen wir denn da rein? 1300. Easy. Abfahrt. Und sogar schlau. Ach ja, Tamina ist ja schlau, richtig? Ja. Kann ich bestätigen. So. Gut. Truppen sind ausgehoben. Bündnis ist geschmiedet. Nochmal 1300 Truppen perspektivisch. Hier ist richtig Krieg. Die haben auch gleich verloren. Mordkomplott erhält Fortschritt. Oder wir bekommen 10 Jahre Komplottwiderstand. Ich glaube letzteres, weil wir wollen den Komplott noch ein bisschen stärken mit der Zeit. Ja, Herr Sterzig, ich habe schon Sterzig Junior hier. Der ist auch mein Mündel, ne? Du bist Kühn und Zupacker. Also dein Sohn. Der echte Nachfolger. Nein, nein, wir nehmen Kalle. Vergiss es. Vergiss es. So, lass laufen hier. Zack. 100. So, was passiert jetzt? Lothring. Zack. Alter. Nee, wait. Oh, nicht gut. Sie hat alles übernommen. Nicht gut.
3100. Hat ein Bündnis mit ihm. Oh nein, das ist alles furchtbar schrecklich. Königreich von Italien. Oh, okay. Mann, Lothringen, ey. Aber wir haben ein paar Verbündete. Und wir haben auch ganz gut Truppen. Wir heben noch mehr aus. Wir heben noch mehr aus. Wir heben noch mehr aus. Reicht mir jetzt. Zack. Wir heben noch mehr aus. Wir haben das Geld. Wir haben das Geld. Und den Style. Und dann werden wir jetzt noch eine Tochter hier verscherbeln. Mazat, komm. Du geh. Oh, du bist wunderschön. Ist eigentlich schade drum. Was haben wir denn noch? Ja, Sterzig. Sterzig, komm. Du bist eh useless. Ehepartner Finn, was ist hier los? Ratsmitglied verreckt. Eieiei. Bündnis macht. So, jetzt will ich was sehen. Das ist alles? Bin ich so unrelevant? Mein Haus? Wo bist du? Da. Hey, habe ich hier irgendeinen Filter drin? Will niemand Sterzig haben? Ja, du bist halt sehr. Bist halt an vierter Position in der Nachfolge, ne? Das ist halt Shit. Das ist Shit, Alter. Na gut. Was würde denn Mazat einbringen? Es ist hier ein bisschen wie Tinder, ne? Nur man sortiert nach Truppenstärke, Bündnismacht. Guck mal, 1600. Das ist doch knackig. Ich hab nicht fruchtbar drin, oder? Ach, ja gut, aber die meisten sind ja alle fruchtbar. Ich glaube, das macht nicht so viel Unterschied, oder? Ja. Okay, wir gucken nochmal bei Sterzig, wie das jetzt, wenn ich da Fruchtbarkeit rausnehme. Wobei, es wäre eigentlich auch dumm. Alle. Komm, wir nehmen die, zack. Ratsmitglied ist verreckt. Braucht jemand, der richtig Krieg führen kann, Junge. Jawohl. Zack. Tja, ich glaube, wir müssen jetzt langsam Zugriff machen. Wie sieht's aus mit Truppen? Spur mal vor. Die Karte. Ah, das ist für den Komplott. Gegen mich? Nee, offenbar bla bla bla. Gegen mich oder einen meiner Untertanen? 60 Anspannung ist viel. Meine Spione teilen mir mit, dass ein Jäger für Aufruhr in der örtlichen Taverne sorgt. Der Mann gibt große Mengen Gold aus und prahlt lautstark damit, welch großartiges Geschäft er mit einem hochwohlgeborenen Fürst im Perlen und Seide gemacht habe. Offenbar hat er die Karte des Geländes hier umgeben. Weg mit dir. Jetzt schon. Ide, es tut mir leid. Aber 67% ist ganz gut. Ich würde dich jetzt wegmachen. Nein, was passiert? Gräfin Ide ist tot. Erschlagen und niedergetrampelt von ihren eigenen Untertanen. Die wütenden Bauern drehen durch, als sie ihren Lehnsherrn durch die Straße reiten sehen. Bla bla bla, bla bla bla. Zahlreiche Bauern wurden auch. Ich bin aufgeflogen. Schade. Ich erhalte 20 Schrecken. Ihr seht das nicht. Alle engen Verwandten sowie der Ehepartner. Verloren 80 Meinung von mir. Ja. Papo. Guck mal, du magst mich doch immer noch.
an den Hof einladen. Geht alles. Es geht alles auf. So, ich brauche jetzt noch einen guten Verwalter, bitte. Das ist ja mein Ratsmarschall. Aber ich habe hier noch ihn. Ehre. Alles nach Plan. So, Papo kommt bei Fuß. Ihr habt Papo an euren Hof rekrutiert. Erbe ist nicht vermählt. Das ist... Oh, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Erstmal... Richtig krass Bündnis von einer Minderjährigen, mit einer Minderjährigen. Hier, 8. Da habe ich dann noch gut Zeit. Und das ist noch ein Bündnis. Zack. So, dann bleibt er trotzdem an meinem Hof. So, jetzt Ritter verwalten. Wo ist Papo? Zwingen. Junge, du wirst so ins Gras beißen. Ehre. So, kann ich dich jetzt enterben? Denunzieren. Ich könnte ihn dann einkerkern. Ich könnte ihn denunzieren. Dann kerkere ich ihn ein. Ich könnte ihn auch so einkerkern. Das ist ein Akt der Tyrannei. Ich brauche ein Druckmittel gegen ihn. Ja, da fehlt mir jetzt leider das Ränkelspiel, ne? Aber vielleicht verreckt er in der Schlacht. Das wäre doch schmackhaft. Ja. Okay, wir greifen jetzt an. Ist mir scheißegal. Wir wollen jetzt Köln. Und das bekommen wir auch. So. Wir haben 1300, 1200. Okay. Wir haben. Was hat sie denn für einen Verbündeten? Voila. Muss ich wirklich gehen? Papo, es ist mir wichtig, dass du in der Schlacht kämpfst. Ida wurde getötet. Ja, habe ich auch mitbekommen, Mann. Die wurde verreckt. Also die Bauern haben die niedergemacht. Aber du bist ja jetzt wieder zu Hause. Wir reiten ein bisschen in die Schlacht. Das wird toll, das lenkt dich ab. Komm, jetzt geh spielen, ja? Geh bitte. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Hoffentlich verreckt er. Nee, nichts. Das ist ganz schön ausgeglichen. Warum haben die 4000 Truppen? Warum haben die 4000 Truppen? Der soll sich mal nicht so anstellen wegen Ide. Ja, ich sehe das auch so. Gerade im Mittelalter kommt und geht alles. Die ist verschuldet, das muss man auch bedenken. Und das wird immer schlimmer. Das wird immer schlimmer. Und die ist noch im Krieg mit Bayern, das muss man auch bedenken. Der Verbündete, der wird gerade überfallen von Lausitz. Von Zweien wird er überfallen. Und der hat richtig Geld, Alter. Warum haben die... Woher haben die 4400 Truppen oder sind das meine? Das sind meine. Nein, nicht. Woher haben die 4400 Truppen? Haben die Söldner, die hier nicht aufgeführt werden? Warum werden die Söldner nicht aufgeführt? Die können die gar nicht finanzieren. Das läuft doch bald ab. Verbündete mit einberechnet. Ja, schlau. Aber wie du siehst, 3000. Oh, die hat 3000. Oh, ja, ich bin dumm. Wieso hat die auf einmal wieder 3000 Truppen? Ach, deswegen ist sie auch verschuldet. Die hat gerade Söldner gekauft. Aber wir haben jetzt noch ein Bündnis. Oh, lol. Hätte ich beinahe nicht abgewartet. Jetzt hat die wieder... Hä, das springt! Jetzt 3200. Söldner sind weg. Jetzt geht's ab. Krieg. Verbündete in den Krieg rufen. Abfahrt.
Ah, das ist sein Lehnsherr. Okay, dann Großmähren und die Slavonien, bitte. Zack. Wie so eine Bestellung. So, dann heben wir jetzt ein Heer aus. Es geht um Köln. Wir müssen darüber. Okay, Leute, es geht ab. Alle ausheben. Wir haben einen richtig nicen Befehlshaber. Vorteil in Wäldern. Wir müssen mal gucken, dass wir auch in Wäldern... Jawohl, schließt sich an. So, wir gehen direkt rüber. Oh, oh. Dann vielleicht erstmal hier Heckmeck machen. Ja, wir warten mit dem Angriff auf Köln, glaube ich. Verbündeter des Feindes tritt dem Krieg bei. Okay. Wir chillen erstmal hier am Maprand. Beeinflussung eine Gelegenheit. Nee, ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Hier können wir jetzt eigentlich beeinflussen. Ach nee, sie ist ein Kind, deswegen geht das nicht. Dann vielleicht dich nochmal. Oder ihn ja eigentlich, ne? Komm. Ah, das war er. So, wo kommen meine Verbündeten? Dahin kommen sie. Da unten? Oh, das ist ja richtig nah. Eine Zermürbung. Nicht wieder reininten. Nicht wieder reininten. Verbündeter des Feindes tritt bei. Noch einer. Ach so, weil der gestorben ist, der... Lol. Hier passieren Sachen. Ihr Verbündeter ist gestorben. Jetzt hat der Sohn übernommen. So, das erobern wir jetzt erstmal. Zack. So, haben wir Gefangene genommen. So, und jetzt gehen wir auf Köln zu. 124 Verluste. Hier kämpft übrigens die ganze Zeit schon Holland. Aha. Hier kommt was. Ja, wir marschieren mal auf Köln zu. Ist das ein Wald? Ackerland. Achso. Ich würde gern... Köln ist auch Ackerland. Gibt ein Ackermatch, wa? So. Köln wird belagert. Festungsstufe 2. Alter, ich gehe ja straight hier durch. Wo will er denn hin? Jetzt dreht er um. Gibt es hier gleich schon eine finale Schlacht? Das wäre ja... Der will ihn hier fighten. Ja. So, wo kommt der nächste Verbündete? Hier unten, sehr schön. Müssen noch mit dem Verbündeten des Feindes retten. Aber Köln ist jetzt gleich erobert, meine Damen und Herren. Zack. Nice, nice, nice. Jetzt wird hier gefightet. Wir gehen oben lang, oder? Haben wir keine Verluste, komm. So, Kalle. Kalle ist gierig. Aber ich glaube, gierig ist geil, weil man hat mehr Einnahmen. Aber das hat auch Nachteile. Gierig ist gut, aber so in einer zwischenmenschlichen Kommunikation ist das da auch gut, Leute. Gesellig ist halt auch sehr strong. Ich glaube, gierig kann halt auch... Gear, Top Gear. Top Tier. Ich glaube, gierig kann sehr viel Anspannung geben, bin ich ehrlich. Ich würde auf gesellig gehen. Weil gesellig ist halt echt vorteilhaft, Mann. So. Oh, oh. Oh mein Gott, der hat einen Komplott gegen mich. Der will mich umbringen. Oh mein Gott. Komplotte stören. Ich fühle mich jetzt... Oh mein...
Was ist denn da los? Warte mal, warte mal. Wir können jeden Moment sterben. Was machen wir mit Papo? Mann, wir sind gerade hier auf dem Feldzug. Diese Ekligen, ey. Das wird dem noch leid tun. Mordkomplott. Vielleicht bin ich schneller. Der frühe Vogel killt den anderen. Okay, wir machen das Beste draus. Zack, hier wird rasiert. Papo stirbt, Papo stirbt, Papo stirbt. Schade. So, aber wir kriegen viel Ruhm. Immerhin. So, jetzt gehen wir dahin und hauen dem auf die Fresse. Ich kann nicht enterben, Leute. Ich kann es nicht. Ich kann nicht... Doch! Meine Dynastie hat genug, Bekanntheit! Ja, Papo, also, ich würde jetzt mich einmal strecken. Scheiße! Ich brauche noch, Bekanntheit. 150. Na gut. So, wir müssen jetzt unbedingt hier... Ende machen. Geil. Was hatten wir gesagt? Gehen wir jetzt auf goldene Pflichten, ne? Wir könnten jetzt auch tatsächlich Leute, was machen wir jetzt? Wechseln wir den Baum? Oder gehen wir jetzt auf habgierig? Nochmal Glück gehabt. Ich glaube, wir gehen auf habgierig. Dann können wir Druckmittelbezahlung machen. Das ist richtig nice. So, und eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ich würde gerne... Ja, erstmal wird da oben gekämpft. Oh lol, die kriegen über auf den Sack. Da helfen wir. Existenz des Komplotts. Ihr ermordet wird aufgedeckt. Wer steckt dahinter? Scheiße, Bruder. Aber wenn wir die entdeckt haben, ist schon mal richtig gut. Boah, das war Rettung in letzter Sekunde. Unser Ritter. Unser Ritter Papo wurde verwundet. Und einer. Was mit ihm? Was? Ich weiß, ihr dient der höchsten aller Mächte treu. Daher hoffe ich darauf, dass ihr wohlwollend auf den Umstand blicken werdet, dass unsere Pflichten euch gegenüber unsere Fähigkeit behindern, unsere frommen Werke zu vollbringen. Junge, kannst du nicht einfach mal sagen, also willst du Geld oder was? Mein Gold gehört Gott. Konzentriert eure Leute anderorts. Ich verrichte das Werk der höchsten Mächte. Ja, also ich bin ehrlich, Papst Martinus II. Hat richtig hart... Achso, scrollen. Vielleicht könntet ihr einige unserer schwerwiegenden Verpflichtungen aufgehoben werden. Also Papst Martinus II. Hat richtig Scheiße gebaut. Der hat uns nach Jerusalem geschickt und das war richtig Kacke. Deswegen könnt ihr euch mal kreuzweise... Nee. Betet für Frieden? Aufgebotsgröße? Nein. Ich verrichte das Werk der höchsten Mächte, dass das klar ist. Schaut mich an. So. Zack. So, jetzt wurde Papo verwundet. Dem geht's aber schon wieder gut, oder was? 95 Bekanntheit. Ich brauche 150. Okay, dann belagern wir das jetzt. Wobei... Pass mal auf. Neue Armee abteilen. Papo. So, Papo. Du gehst jetzt mal ins Feindesland und kämpfst da eine Runde. Ne? Was? Oh, hier willst du kämpfen.
Oh. Oh. Nein, 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 nein! Schnell, schnell, schnell. Nein! So eine Scheiße. Papo, du willst richtig kämpfen, Bruder. Hier, da. Oh, in Baronie von Wetzel, Junge. Die sind ja gemein. Warum gehen denn meine Verbündeten mit? Ein Attentat. Ich schleudere meine Bettdecke beiseite, als ich etwas an meinem Bein spüre. Doch die schnelle Bewegung verärgert das Tier dort nur noch mehr. Dann geht alles ganz schnell. Das Gift brannte wie Feuer in meinem Körper, doch ich rief sofort nach meinem Arzt. Eine höchst schmerzhafte Angelegenheit, aber bei Sonnenaufgang war die Pein des Giftes Geschichte. Das war zweifellos das Werk von Jarl Harald, diesem ruchlosen Schwein. Alle engen Verwandten sowie Ehepaar. Der Junge, wenn ich hier fertig bin mit Köln, dann wird der. Pass auf, ich habe richtig. Pass auf, pass auf, pass auf. Du hast nur einen Sohn. Und ich habe Masat. Der Sohn ist verlobt, scheiße. Also, wir können entweder sagen, du zahlst mir 75 Gold oder wir machen was mit dem Sohn. Beispielsweise können wir ihn bei uns an den Hof bringen und zwingen, dass er für uns kämpft. Ich würde mal meine Vormundschaft anbieten. Und das Druckmittel verwenden. Und du wechselst die Kultur. Ich dachte, das hatten wir schon gemacht. So. Ausgezeichnet. So, jetzt bist du an meinem Hof. Und jetzt können wir ihn zwingen, für mich zu kämpfen. Nein. Aber wir können ihn jetzt einfacher umbringen? Nee, was können wir jetzt machen? Ich drücke vielleicht erstmal Play, genau. Ich glaube, dann aktualisieren sich hier ein paar Sachen. So. Nochmal. Da ist er. Kann ich ihn jetzt nicht einkerkern? Irgendwie nicht. Mord. Ja. Na gut, also, Papo, du kämpfst in der Schlacht gerade. So, das haben wir erobert. Dann würde ich jetzt hier Randale machen. Die Ausbildung endet. Scheiße. Okay, das war halt wasted. So, Papo. Geh mal hier oben hin. So, jetzt willst du kämpfen. Papo, du willst richtig kämpfen. Boshafte Taten. Die Ruchlosigkeit von Jarl Harald war mir schon immer ein Dorn im Auge, aber in letzter Zeit geht er mir mehr denn je auf die Nerven. Ich möchte mich für dieses Verhalten an ihm rächen, aber wie soll meine Vergeltung aussehen? Verbreitet skandalöse Gerüchte. Das ist Diplomatie-Herausforderung, das ist gut. Sagt ihm direkt ins Gesicht, was für ein ungehobeltes Verhalten er an den Tag legt. Was bringt das? Er reagiert auf meine Anschuldigung. Ich könnte ein Gedicht schreiben. Und zu 54% das Gedicht ist so beliebt, dass es immer wieder kopiert wird. Zu 42% die Leute denken, das Gedicht sei schlecht geschrieben und geschmacklos. Ich glaube, ich sage ihm einfach face-to-face, was ich von ihm halte. Was habe ich zu verlieren? Also, du bist halt ein dummes, kleines Stück Scheiße. Ich schicke sonst Papo rüber. So, Belagerung läuft. Krieg läuft gut, Krieg läuft gut.
Als ich heute, bla bla bla, Paul Güsse meines Geistes in den Kopf zu, erwiderte er diese mit eigenen Beleidigungen und Beschimpfungen. Das Wort Gefecht wurde von vielen im Reich als kindisch empfunden und wir beide haben dadurch unser Gesicht verloren. Okay, das bedeutet, wir haben Prestige eingesetzt. Und wir mögen uns noch weniger. Gut, das passiert mal, ne? So, Papo, willst du da jetzt mitmischen? Komm, Schlacht ist da gleich vorbei, dann können wir, dann kannst du rein. Nice. Papo, schnapp sie dir. Okay, der hat überlebt und ist... Was passiert? Was passiert? Warum ist er nicht tot? Was ist mit ihm? Warum ist er an meinem Hof? Er ist nicht in Gefangenschaft, nein. Es ist einfach, er ist einfach weggecheckt. Vielleicht muss ich kurz laufen lassen. Oh mein Gott, was ist denn da los? Die wollen Köln zurückerobern. Nee, warte, ich bleibe da und das macht mein Verbündeter. Ehre. So. Was tot ist, kann niemals sterben. So, jetzt ziehen wir mal auf die Hauptstadt zu. Okay. Wir werden überfallen. Warte mal, kann ich hier nicht jetzt... Ist hier Pabo vielleicht mittlerweile? Ist ja weird. Wie kann der denn allein gegen 500 kämpfen und dann entkommen? Ah, vielleicht eine Armee neu ausheben, yo. Pabo, geil. Geil. Ja, dann kämpft mal. Gerne mein Hof. Gerne, gerne, gerne. So, 17 Leute. Komm. Stirb bitte. Dann spare ich Bekanntheit. Halberstadt wurde verschont. Was? Ach so, weil die mich überfallen. Die überfallen mich irgendwo. Die kriegen auch noch ihr Fett weg. Wer ist das? Merke ich mir. Was ist das für ein lächerlicher Ranz? So, hier wird gekämpft. 14 Verluste. 3 überlebt. Schade. Again. Und los. So. Hier unten geht's auch weiter. Jetzt wird hier belagert. Ja, dann sollte der Krieg auch durch sein. Geil! So läuft das in meinem Reich! So, ich hab mal was zu trinken. Ich habe mir erstmal einen kleinen Siegertrunk verschafft. Ja. Ich meine, das gibt jetzt für Sterzig ein bisschen Anspannung, aber geil. Da steht ermordet, aber das war jetzt durch die Schlacht.
Hier, Verbünde, bla, getötet. Bei der Schlacht. So. Und hier, Belagerung war erfolgreich. Warum ist es immer noch nicht vorbei, Alter? Na gut. Ah, ich muss da, glaube ich, auch noch die anderen Bereiche mal erobern. Ja, wir gehen wieder hoch. Go, go, go. Jetzt gibt's auf den Sack. Zack. So. Nur um das klarzustellen. Neuer Erbe ist Kalle Koschinski. Ah, ist das schön. Es ist einfach, es ist ein geiles Game. Was soll ich sagen? Es ist einfach... Das ist eine neue Mechanik, die ich heute jetzt entdeckt habe. Einfach eine kleine Armee abstellen mit einem Sohnemann. Rein in 600 Mann. Mein Geist zerstört deine Internetleitung. Pablo, du musst wissen, meine Internetleitung ist auch deine Internetleitung. Das ist, also... Gut. So. Sag mal... Wer bildet den denn aus? Der hat ultra viel Diplomatie, Alter. Der soll mal hier Verwaltung bekommen. Gut, gut. Krieg läuft. Nehmen wir das hier noch ein. Oh lol, was ist denn hier los? Wir wollen hier aufs Maul. Hier, Ratsposten. Innere Angelegenheit. So. Wer will denn hier aufs Maul, ey? Das hier erobern. Baronie Neues. So. Schön. Mord, geflügelter. Ach ja, ich will ihn ja umbringen. Stimmt. Ja, komm, 40 Tacken ist ja nichts. Er hält die Brieftaube, sehr gut. So, hier können wir jetzt auch mal gucken. Wir haben ja Geld. Ich meine, es ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, den umzubringen. Ich meine, er ist ein Blödmann. Aber es ist auch nur ein Nebenschauplatz für mich gerade, bin ich ehrlich. Oh, ich brauche nochmal einen neuen Befehlshaber. Alter, 29! Graf Rimbert, Alter! Unnormal! So, jetzt müsste aber mal der Krieg hier langsam gewonnen sein, Alter. Ich hab doch alle weggemacht. Gut, dann rauben und plündern wir jetzt weiter. Hier, Aachen. Guck mal, nee, wait, wir können jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen Truppen auftanken. Zack. Alles, was glänzt. Nochmal 40 Tacken und er bekommt 7 Jahre lang, fühlt sich nicht gut. Mordkomplott erhält Fortschritt. Ne, Fortschritt brauche ich nicht. Das ist mir gerade egal. Oh, Schwester Kathleen ist verstorben. Ey, die war schwer verletzt. Und flagellant. Das passiert. Hauptstadt des Verbündeten einnehmen. True. True, true, true. Ist die weit weg? Da. Ja, dann hinter. Wobei jetzt gerade noch viel los. Kadett, Eigenschaft, knauseriger Buchhalter. Also, ausbildungstechnisch war Papo deutlich besser. Aber Kadett ist wunderschön. So, und jetzt suchen wir mal ebenfalls was Wunderschönes. Ehrgeizig, treuherzig, hinterlistig. Das Problem ist, er ist ehrlich. Und hinterlistig und ehrlich. Papus Tod, Papus Geschichte. Ei, sind die alt. Die passen ja gar nicht zu ihm.
Was haben wir noch auf dem Markt? Genie. 45. Herkules. Nichts. Sag mal. Boah. Intelligent. Ich meine, wir haben hier hübsch. Haben wir was mit zwei Sachen? Nice Herpes. Ach Leute, Amazone gibt's nichts. Scheiße. Wie alt ist Kalle? 16. Der ist übrigens ein Ehrenmann. Er ist mitfühlend Ehrenmann. Kalle Spannau wird sich gegenüber euch und anderen verhalten, wie es seine Persönlichkeit vorgibt, die vor allem durch seine Persönlichkeitseigenschaft bestimmt wird. Er ist ein Ehrenmann. Er ist wunderschön und ein Ehrenmann. Was soll ich da noch sagen? Und gesellig, ehrlich, bescheiden. Trifft halt auch alles zu. Es ist... Und er ist auch Ränkespiel 1. Schrecklich. Kalle, du bist scheiße naiv. Das passt dir wie Arsch auf Eimer. Was mache ich jetzt? Du bist 16. Hier haben wir robust. Ups. Also, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich hole jetzt hier die 21-Jährige. Hinterlistig und ehrlich beißt sich. Oder? Das heißt, die werden sich nicht gut verstehen. Das Ding ist, wenn die sich nicht gut verstehen, reduziert das den Kinder-Output? Oh ja, ehrlich, minus 10. Die ist 23. Oh, ne, aber die ist nur hübsch. Oh. Die ist nur hübsch. Können wir vielleicht nochmal nach Lüstern suchen? Das ist eine gute Idee. Hallo. Eigenschaften. Nee. Kann man gar nicht. Scheiße. Okay, müssen wir so gucken. Wie sieht Lüstern nochmal aus? Lüstern ist halt, ne? Die wollen's. Versteht ihr das? Da! Okay, die ist halt bad, Alter. Die ist nur wohlgestellt. Das ist doch echt zum Kotzen. Der Markt ist scheiße. Ich sag, wie es ist. Was ist das mit U? Tatsache. Oh, oh. Oh, oh. Wir haben hier ein Exemplar, welches lüstern ist. Lüstern ist in Ordnung. Da wäre keusch scheiße. Nachsichtig ist in Ordnung. Ehrgeizig. Warte mal, ehrgeizig und bescheiden beißt sich, ne? Und sie hat halt eine andere Religion, aber das kann man ändern. Ehrgeizig und bescheiden beißt sich, glaube ich. Nee, arrogant und bescheiden. Aber ich glaube, ehrgeizig geht auch in die Richtung. Nee, ehrgeizig und faul beißt sich. Die ist gut. Die ist gut.
So, jetzt die Frage, wie verhält sich das, wenn ich jetzt eine hübsche Person dazu hole? Erhöht sich dann auch die Chance auf wunderschön? Weil alle Kinder werden auf jeden Fall hübsch, so wie ich das verstehe. Aber erhöht sich auch die Chance auf wunderschön? Oder ist es die gleiche Wahrscheinlichkeit? Oder ist es quasi, werden die beide separat betrachtet? Nur wenn es wirklich die gleiche ist, ist es 100%. Da, also das sowieso. Aber wie ist es, wenn man so verschiedene Abstufungen hat? Weiß das jemand? Da gibt es doch locker auch Stats da draus im Internet. Der kann eh erst Kinder kriegen, wenn er 18 ist, oder? Vielleicht warte ich einfach noch zwei Jahre. Kann mal jemand gucken, wie das ist? So irgendwie bei Crusader Kings 3 Wiki oder so? Okay, aber die war schon echt nicht schlecht. So, wir rennen jetzt hier rein. Ist mir scheißegal. Köln ist von den Holländern besetzt? Wo sehe ich denn das? Sehe ich das nur an der Farbe? Das wäre ja fad. Das würde erklären, warum ich noch nicht gewonnen habe, den Krieg. Nimm am besten bei der Suche fruchtbar raus, dass du noch Jüngere angezeigt bekommst. Nimm noch den Filter fruchtbar raus für die Minderjährigen. Die werden auch so angezeigt, oder? Ja, die werden auch so angezeigt. Kinder 10. Oder? Alter? Mhm. Gut, wir beobachten das. Unten in der Mitte des Buchs das Ingame-Wiki. Ja, aber die ist halt auch begrenzt, ne? So, monatliche Einnahmen im Krieg. Kann die Entscheidung Untertanerpressung nutzen. Vasallensteuer, zack. 10%. So. Mord unterwegs. Umgebungskarte. Das ist schon ganz nice. Dafür ein bisschen Anspannung. Anspannung sind wir dann bei 95. Mache ich. Und Festmahl. So. Dann holen wir hier nochmal jemanden dazu, glaube ich. Geht nicht. Na gut. Wir haben genug Bekanntheit, um... Ja, aber Papa ist ja tot, Leute. So, Abfahrt. Hier wird jetzt belagert. Geil, wir sind, genau, das sind jetzt die Vorteile, wenn man eifrige Frohnatur hat. Sind wir ja durch die letzte Party geworden. Da hatten wir bessere Optionen und dann wird man da auch immer besser. Alter, das ist deine Tochter. Nee, Halbschwester. Freundschaft. Rivalität. Intimbeziehung. Nee, Freundschaft. Nur nicht, dass der Papst das mitkriegt. Jeder Gast, jawohl, Festmahl endet. Nice. So, jetzt nochmal eine Jagd hinterher. Schon, ne? So, jetzt müssen wir gewonnen haben. Immer noch nicht. Ja. Bei der Jagd können wir jetzt konzentrierte Aufmerksamkeit bekommen.
das mache ich. Wir halten den Ball flach. So, also das Problem ist, dass Köln nicht von uns besetzt ist anscheinend, aber die Jagdsiegespunkte, die ticken gut hoch. So, wie alt bist du? Immer noch 16. Scheiße, komplett aufgeflogen. Ja, dann lassen wir den jetzt kommen. Ist auch scheißegal. Jetzt habe ich zwar umsonst ein bisschen Gold ausgegeben, aber ich habe gerade andere Prioritäten. Was ist mit ihm los? Warum hat er jetzt hier... Ach, ist mir jetzt auch egal. Zack. So, Krieg gewonnen. Sehr gut. Leute, wir haben Köln erobert. Wir haben Köln erobert. So, kann man auch mal feiern. Prost. Jetzt können wir mal gucken. Der Kölner Dom. 850 Gold. Besitztumsteuern 20%. Entwicklungszuwachs 20%. Dieses Reich. Monatliche Frömmigkeit 15%. Frömmigkeit pro Ritter 0,1. Monatliche Bekanntheit 5%. Ritter-Effektivität 20%. Kontrollzuwachs 5%. Das ist alles in Ordnung. Das ist alles in Ordnung. Dann würde ich sagen... Könnten wir an Kalle vergeben? Dann brauchen wir es noch nicht zum Hauptsitz machen. Das Ding ist, ich will schon, also wenn man hier... Oder ich mache Aachen halt zum Hauptsitz. Aber gefühlt ist der Dom besser. Hier kriegt man halt Prestige ordentlich. Oh ja, ordentlich Prestige. Aber gefühlt ist der Kölner Dom besser. Oder was meint ihr? So, wir haben jetzt erstmal Gefangene, die ein wenig Gold bringen. Leider haben die alle kein Gold, weil die alle Krieg geführt haben. Ich glaube, der Dom ist tatsächlich... Und es ist halt auch... Es ist natürlich auch ein Statement, wenn ich hier Köln erober und einfach dann besetze. Verbrecher können eingekerkert werden. Das bringt Anspannung, weil wir nachsichtig sind. Gut. Also jetzt ist die Frage, machen wir es direkt zu unserem Hauptsitz? Oder vergeben wir es an Kalle? Wenn wir es an Kalle vergeben, er kriegt es so wie... Männliches Vorrecht Buntheim. Oh, das ist ein bisschen risky. Das Ding ist, Kalle hat halt auch selber Geld und dann baut der da vielleicht schon. Aber dann baut der da auch vielleicht Scheiße, die ich nicht haben will. Aber das kann man notfalls korrigieren. Schwierig, schwierig. Also als erstes machen wir da wieder Kontrolle. Ach nee. Mehr Entwicklung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn wir das jetzt Kalle geben. Und ich nippel ab. Lol. Wir haben hier was von Holland bekommen. Why? Hä? Warum? Wann? Na gut. Hat einen Vasall erobert. Ehrenmann. Armee ist aufgelöst. Wenn wir es jetzt Kalle geben und wir sterben. Kalle ist ja unser Vasall. Dann. Meine anderen Söhne sind nicht Vasallen. Bedeutet. Warte, wir können es ja hier nachgucken. Nachfolge. Im Nachfolgefall verlorene Titel. Herzogtum Westfalen und Herzogtum Hessen.
Alter, ich könnte Hessen als Herzogtum erschaffen und Kalle geben. Aber dann verliert er. Aber dann kann es sein, dass irgendwie Sterzik hier irgendeine andere Scheiße bekommt, oder? Ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, das shiftet sich dann. Okay, das bedeutet aber, guck mal, aufgrund von Bundteilung, er erhält Köln. Okay, er kriegt Köln. Er kriegt Köln, wenn ich sterben würde. Das heißt, ich kann es ihm auch jetzt schon geben. Titel vergeben, Köln. So. Jetzt gucken wir nochmal. Nachfolge. Ja, die kriegen halt nur die... Okay, ist safe. Die kriegen halt die beiden Herzogtümer. Meine, also Henno und Sterzig. Oh, da wird es richtig Krieg geben, ne? Intern. So. Okay. Dann kümmer du dich mal um Köln, Kalle. Ich gib's in deine Hände. Bitte mach es ordentlich. Wie viel Verwaltung hast du? 9. Geil. So, du bist ja 16. Gut, wir gucken mal. Das Ding ist theoretisch, was wir auch machen könnten. Erstmal erhöhen wir die Steuer, Kalle. Graf Kalle. So. Das war dumm. Wir wollen ja, dass er da baut. Na, ist auch egal. Wir könnten ihn verheiraten jetzt schon mit... der 46-Jährigen. Dann kriegt die vielleicht ein, zwei Kinder noch. Und dann machen wir Mordkomplott gegen die. Warte mal. Entfällt. Scheiße, die kann gar keine Kinder kriegen. Fruchtbar. Okay, Rip. Die hat gerade ihre Fruchtbarkeit verloren. Das ist natürlich doof. Die ist 40. Was? Komm, wir. Ach. Unersättlich ist mit maßvoll schwierig. Maßvoll sind wir nicht. Und Arroganz mit bescheiden schwierig. Scheiße, die fällt raus. Keusch. Oh, da geht Fruchtbarkeit runter. Das ist, sind alles Kack-Deals. Eigenwillig. Eigenwillig. Stur. Stur nachsichtig. Ach, oh wait. Okay, er hat aber auch bescheiden. Das ist alles. Wir können auch einfach sagen, wir spekulieren mit seinem Wunderschön. Das sind, glaube ich, wie viel Prozent? Ja, ab 40 geht es halt steil bergab. Das ist halt das Problem. Und dann lebt die halt trotzdem noch 30 Jahre. Das ist einfach scheiße. Steht doch immer da, wenn sich was beißt. Nee, nicht unbedingt. Nur wenn es extrem ist. Glaube ich. Also. Ich würde sagen, wir spekulieren jetzt eigentlich einfach mit seinem Wunderschön und nehmen dann noch hier intelligent. Weil intelligent ist halt heftig. Intelligent ist eigentlich so... Oder wir nehmen... Wait a minute! Niemand auf der Welt ist hat fruchtbar. Das ist doch lächerlich. So. 13. Oh, das wäre sogar ein Bündnis. Scheiße, die ist völlig im Arsch. Gierig, gerecht, tapfer. Gierig und bescheiden? Gierig und bescheiden? Ja, die Lüsterne, dann werden halt all meine Kinder... Nee. Nein.
Das Ding ist, entweder finde ich eine passende Frau mit wunderschön, weil dann werden all meine Kinder zu 100% wunderschön. Die abgeschwächte Stufe, da war ich mir jetzt nicht sicher und ich glaube, es hat auch keiner rausgefunden oder jetzt, ja, ist halt schwierig. Dann hat man halt, die Kinder werden halt zu 40% trotzdem wunderschön nur. Und das werden sie aber auch, wenn Kalle eine heiratet, die gar keinen hübsch hat, sondern irgendwas anderes. Das heißt, wir gehen einfach da, also wir finden hier keinen guten Deal mit wunderschön. 40% ist Maximum. Weil es gibt hier nichts Besseres. Das heißt, wir nutzen einfach das frei gewordene, unerschlossene Feld und holen uns was Intelligentes ins Haus. Weil da seht ihr halt, das ist halt insane. Genie wäre noch besser. Aber, wobei, können wir ja gucken, ist ja ein Jahr vergangen. Nee. So, das ist mein Gedanke. Genie macht alles plus 5. Das ist halt insane. So, das heißt, arrogant, großzügig, sprunghaft. Ehrlich, gesellig, bescheiden. Das geht gar nicht mit arrogant und bescheiden. Dann haben wir hier die 13-Jährige, genau. Da war am Überlegen, die ist halt gierig. Beißt sich gierig mit bescheiden. Ich glaube... Können wir das nicht... Man kann das hier sehen. Man kann das hier sehen, oder? Nee, das ist mit mir, mit Sterzig. Scheiße. Man kann das nicht aus seiner Perspektive sehen, ne? Die ist lesbisch? Was? Nein. Chance auf Kinder hoch. Warum ist die lesbisch? Wo steht das? Zwilling? Oh! Die ist homosexuell! Immer funkt was dazwischen. Das ist so Mäusemelken, ne? Das hier ist einfach... Ist alles scheiße! Was mit der? Hinterlistig. Ich will das... Beißt sich mit ehrlich. Es ist zum Mäusemelken. Meine Krone! Oh nein. Ich hole mal kurz Sekundenkleber, ja? Muss ich aber den zuständigen Goldschmied, aber das geht ja nicht, ne? So. Nur ein Tröpfchen. Scheiß Billigkacke hier. So. Nicht mit dem Finger drankommen. Und drücken. Oh, scheiße, es quillt an Seiten raus. Nein, nein, nein. So. Jetzt ein bisschen pusten. Okay, ja, ich warte noch ein Jahr. Das ist hier, also die Situation hier auf dem Markt frustriert mich. So eine Scheiße. Wir haben hier so einen tollen Sohnemann. Und auf dem Markt wirklich zum Kotzen. Stell dir vor, du gehst auf Tinder und du findest nichts. Also das ist doch... So. Wie ist die Lage im Land? Wenig Ritter.
Gut, das beheben wir. Rekrutieren. Wir haben, genau. Ja, da warten wir noch, bis der wieder Geld hat. Masad kann heiraten, so. Wir machen Matrilinear. Machen intelligent raus. Im besten Falle wunderschön. Gibt es wunderschöne Herren? Beide bescheiden. Unersättlich. Großzügig. Er auch großzügig. Eimer, du bist es. Du bist es richtig. Junge, das ist geil. Beide wunderschön, beide bescheiden, beide großzügig. Nice. It's a deal, Allah. Bringen mir zwar keine Bündnisse und keine... Aber wir haben dann schon mal sehr starke Leute im Haus. Eimer. Ja, ein Eimer. So. Okay, okay, okay. Schön, schön, schön. Schön. So, was sind die nächsten Steps? Lothringen. Da haben wir jetzt erstmal einen Waffenstillstand. Haben wir nicht. Doch, haben wir. Was ist denn mit Holland, du kleiner Schmarotzer? Können die einen Religionskrieg um Herzogtum führen? Kostet 160 Frömmigkeit. Das haben wir. Aber bei 250 Frömmigkeit können wir den Papst für Geld anpumpen. Right? Ja. Und das ist wichtiger, weil wir sparen jetzt auf den Kölner Dom. Voila. Oder nicht. Nee, das Spiel ist nicht kostenlos. Kostet tatsächlich 50 Tacken. Nee, ich kaufe hier keinen freien Junge. So, wir haben August. Der ist jetzt 17. Ein offener Bürgermeister, bla, jemand über, bla, 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 bla. Also, er ist mein Vasallen, er hat Scheiße gebaut. So, ja. Dieses Verbrechen darf nicht ungesühnt bleiben. So, Pech gehabt. So, wen haben wir da? Der Wein ist alle. Ja, nehmen wir. Willkommen am Hofe. Wie ist denn generell so in meinem Rat? Die, guck mal, Köln, zack. Da üben wir Kontrolle aus. Zügelloser Verschwender. Ach du Scheiße. Henno ist richtig scheiße. Okay, der hatte keine gute Ausbildung. Bin ich early. So, wir müssen mal hier ein paar Freunde finden. Voilà. Oh Gott. Beeinflussen, bitte. Was, warum ist sie so unzufrieden? Erpresse. Möchte einen Sitz im Rat. Ja, mein Gott. Möchte, möchte. Fahrradkette, sag ich immer, ne? So. September. Spannung einem Vormund. Spannung. Oh, scheiße, wie kriege ich das wieder runter? So. Machen wir uns selber. Zack. So. Henno kann heiraten. Henno. Du bist... Ja, das machen wir mit einem fetten Bündnis. Denke ich. Wo ist das? Da unten. Machen wir hier, komm. Ja. Machen wir ein schönes Bündnis draus. Oh, herrlich. So, ausgezeichnet. So, wir haben Oktober. Kleiner Tipp, Henno.
Wenn du kurz vorm Krieg den König vom Gegner entführst, dann hast du instant 100%. Ehre. Aber das geht ja nur ein Führungskomplott, wenn man ein Ränkespiel hat, ne? Ein Führer. Nice. Okay, das ist ja schon fast... Also das ist ja schon sehr abusive, ne? Aber ich meine, das dauert ja auch eine Weile und man... Scheiße, wir sind krank. Tut nur das Nötigste, damit fahre ich immer am besten. Jawohl. Fühlen wir uns schon ein wenig besser. Wir haben gelinderte Krankheitssymptome. Das gibt einen gewaltigen Bonus und dann geht die Krankheit auch gleich weg. Ich habe halt immer noch, fühlt sich nicht gut von diesem dummen Kack. Mann! Übrigens, was wir mit unserem Geld mal machen können. Bitter eigentlich, dass Köln... nicht zusammen... Also das hier ist ein Herzogtum. Jülich. Da liegt... Nee, wait. Hier, das. Niederlothringen. Da liegt Köln drin. Und leider ist Aachen in was anderem. Wären Aachen und Köln in einem Herzogtum. Voila. Aber wir können trotzdem... Also mir geht es gerade darum, was unser nächstes Eroberungsziel. Ich glaube, es sollte Aachen sein. Ich meine, gerade haben wir Waffenstillstand, da geht eh nichts. Sollte Aachen sein. Und ich meine, man kann ja als König zwei Herzogtümer innerhalb des Reiches haben. Dann kann man immer die beiden hier schön sind. Dann ist das hier so immer mein Reich. Ansonsten, wir haben noch einen Anspruch auf Dortmund. Klar, das ist for free. Mir geht es jetzt eher darum, wo hole ich mir als nächstes einen Anspruch. Nee, pass mal auf. Wir machen das jetzt andersrum. 80 Gold. Warum willst du nicht annehmen? Mann, Mann, Mann. 11 von 80. Das ist ja auch einfach nur Panne. Die lebt ja immer noch. Oder wer ist das? Nee. Ansonsten, wir können auch Verbrecher einkerkern. Machen wir mal. Das gibt auch Geld dann potenziell. Krank verloren. Ehre. So, die kommt hinter Gittern. Jetzt kommt der hinter Gittern. Das gibt auch nochmal gut Kohle potenziell. So. Der bringt... Oh, nee. Hier. 16 von 80. Also... Gut, aber er selber kann nicht mehr... Ja, komm. So, und sie... Sie ist eine potenziell ganz gute Ärztin. Die rekrutieren wir mal. Nee, das ist eine andere. 13 von 80. Er will nicht. Unwilliger Höfling. Aha. Ja. Okay. Also, wir könnten halt Anspruch auf Aachen fingieren. Oder wir machen jetzt langsam Holland. Übrigens, er ist gestorben. Der Sohn von ihm ist gestorben. Aber er hat schon... Nee. Das ist ein Enkel. Der ist ja völlig am Arsch. Also, das ist ja ein Selbstläufer. Wir könnten probieren, ihn jetzt umzubringen. Sterzig behält gerecht, zynisch, maßvoll. Ja, behalt mal gerecht. Oder wir verführen ihn. Das wäre ein bisschen ein Turnaround, ne? Untreuer Vasall. Aha, aha. Die hat nicht genug Steuern gezahlt. Gut. Dann, die muss die 80 Tacken abliefern und ich krieg 100 Verwaltungslebenswandel-Erfahrung. Ehre. Jetzt mag die mich überhaupt nicht mehr. Aber wir haben ja Komplott am Laufen. Der ist auch gleich durch. Dann kriegen wir 25 wieder und schön Gold. Nice, wir sparen. Wir sparen auf den Dom. Wer will freiwillig Köln erobern? Mao. Ich. Es geht ja um Demütigung. Und übrigens die Nummer schon durch. Ja. Also ich denke mal... Was ist denn hier... Ja, komm.
Ich habe ja wenige Ritter. Es steigt langsam. Graf Kalle kann heiraten. So. Jetzt muss er. Er ist 18. Jetzt muss er. Also. Wie machen wir das? Alter. Das ist die Griechin, ne? Genau. Das ist eine wunderschöne. Die hat aber... Alter, der Bartkalle, Bruder. Die hat aber falsche Stats. Das Ding ist... Das Ding ist, die bekommen ja trotzdem Kinder. Die bekommen ja trotzdem Kinder. Ah nee, die ist ja lesbisch. Oh Scheiße, ein Arsch. 28. Die ist hetero. Was spricht gegen sie? Was spricht gegen sie? Ich meine, die ist 28. Aber ich spiele auch noch eine Weile mit Sterzig. Ich kann sie ja umbringen mit Mordkomplott. Also gegen die spricht... Also, da kommt er zu 100% wunderschön raus. So, die ist... Holy shit, wo wohnt die? Ja, gut. Die ist... sadistisch. Das ist scheißegal, oder? Wäre Kalle nachsichtig, dann wär's kacke. So, sie ist ehrgeizig, Kalle ist nicht faul. Sie ist großzügig, Kalle ist gierig. Ist er nicht. Ja, dann nehmen wir die erstmal. Mit sadistisch hat er ein geiles Sexleben. Ich nehme die. Wenn das nicht läuft und ich beobachte das aus Sterzigs Perspektive, dann lasse ich die umbringen. So. Ja, die schmoren weiter in meinem Kerker. So, Kalle. Dann heirate die jetzt. Zack. So, jetzt ist die in Köln. Und jetzt will ich, dass ihr, ne? So. Ich könnte jetzt auch mit Sterzig verführen. Mach ich nicht. So. Okay, läuft. Also, Anspruch fingieren. Theoretisch, sobald hier der Waffenstillstand abgelaufen ist, kann ich nochmal Zugriff machen auf Dortmund. Und dann könnte ich schon mal hier vorbereiten. Warte mal. Wenn ich, guck mal. Dieses Herzogtum hat einige Grafschaften. Ab wann kann ich das schaffen? Das kann ich schaffen, wenn... Bei wie vielen Grafschaften? Einmal als die Hälfte. Kalle ist asexuell? Wollt ihr mich verarschen?
Alter. Kalle, ist das dein Ernst? Alter, ich mach mir hier einen Wolf. Stunden. Ich hab Papo in den Tod geschickt. Why? Kalle, ich zwing dich dazu, ins Bett zu hüpfen mit der. Verschissert. Wenn du jetzt hier nur anderthalb Kinder kriegst, in 50 Jahren. Im Mittelalter heißt das noch nichts, ja? Der kriegt trotzdem Kinder, aber... Scheiße, in Arsch, ich könnte mich schon wieder so... Ey, würde ich dieses Spiel... Was ist mit diesem Spielstand los? Ich hatte noch nie in Crusader Kings 3 so viel Pech. Vor allem, der ist das geworden, oder? Echt? Muss ich nicht immer warten? Ist das so? Nö. Nee. So, ich muss jetzt irgendwie meinen Frust kanalisieren, indem ich Krieg führe. Was mit euch da oben? Bayern. Was mit Bayern? Okay, die haben richtig viele Leute. Lösegeld. Ja, komm. Scheiße. Okay, also Holland muss weg, glaube ich. Die haben auch... Oh, die werden von Schweden angegriffen und die führen einen Eroberungskrieg. Das heißt, der ist gleich weg. Um welche Grafschaft? Ne, um Herzog. Herzog. Hä? Bin verwirrt. Holländische Eroberung? Die erobern gerade hier unten? Scheiß auf Geld vom Papst. Truppen ausheben, los. Und drauf. Übrigens, Alter, ich habe ja gar nicht wieder umgestellt, ne? So. Du kriegst jetzt dein Fett weg. Wirklich, ey. So, next. Und dann sammle ich jetzt auch mal wieder ein paar Häftlinge, Alter. So, raus mit euch, raus. Heute 85 Gold, Schlussverkauf. Ach, die gibt's ja auch noch. Die gehört zu Bayern, die gibt's ja auch noch. Wie ist da die Nachfolge? Da müsste ich doch im Spiel sein, oder? Warte mal. Herzogtum Ostfalen. Nee, okay. Was ist da los? Warte, was ist denn da los? Gutes Geschäft. Schön. Ey, sorry, ich habe die ganze Zeit das Game viel zu leise gehabt, oder? Ich hatte vorhin im Hauptmenü ja die Mucke so runter, also den Ingame-Sound runter geregelt. Weil die Musik schwankt ja in dem Game mega. Und jetzt haben wir wieder das Game ein bisschen... So, du kriegst erstmal aufs Maul, Junge. Aber jetzt ist besser, oder? So grundlegend meine ich jetzt unabhängig von der Mucke. Jetzt gerade ist ja besser. So, dann machen wir jetzt die Hauptstadt fertig.
Ja, Leute, ihr müsst auch Bescheid sagen, ne? Also, so, jetzt halbieren wir. Und die andere Hälfte geht's wieder da hoch. Ey, 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 was wird das? Ey, ey, ey. Können wir hier noch einen besseren aussuchen? Fortner, vorsichtiger Anwurf, Glaubensfeindlichkeit, Vorteil. Der ist auch gut. Plünderung von Halberstadt. Was haben die immer mit Halberstadt? Ey, Halberstadt ist einfach die größte Opferstadt. 4000! In meinem Reich. Die ganze Zeit bumsen die da Halberstadt. Also, wäre ich Graf Rimbart, Junge. Ich würde ja richtig weinen. Graf Rimbart hat den Preis für die Gier von Oberhäuptlingen bezahlt, nachdem die Siedlung von Halberstadt gefallen ist, ein Großteil von Halberstadt ungeschützt. Ohne Gegenwehr toben sich die Lausitzer Plünderer aus und sie entführen und versklaven jeden fähigen Arbeiter, den sie finden können. Ich entrichte ein Wehrgeld für die Verlorenen. Nein. Wir helfen beim Wiederaufbau. Ja, oder? Ist ja auch gut, wenn meine Grafschaft wieder... Ja. Ich meine, was ich ja auch machen kann. Köln wird immer noch... Ja, okay. So, hier, die wurden weggeboxt. Zack. So, und jetzt gehen wir da oben. Hä, warte mal. Da passiert ja gar nichts. Was ist jetzt los? Das Fallmann des Glückes. Cord, am Freitag... Achso, wieder ein Typ, der krass war und jetzt hier... Der hat wieder hier Feld angelegt, ne? Und ich kann jetzt sagen, nee, da soll mein Hof beitreten. Der hat ja genau fast die... Also auch sehr gute Stats. Oldenburg. Oldenburg ist mir ziemlich scheißegal. Und ich krieg 90 Tacken. Und den an meinem Hof brauche ich eigentlich nicht, weil ich will lieber in meinem Rat meine Vasallen haben. Plus, ich habe schon ganz gute Leute auf Verwaltung in meinem... an meinem Hof. Nämlich... Ah, anscheinend ist der weggecheckt. Hm. Aber ja, ich nehme eh immer meine Vasallen. Ich habe genug. 90 Tacken. Oldenburg ist mir egal. Warum wird hier nicht erobert? Hä? Ist das schon erobert? Von Dings, ne? Ey, das ist super schwer zu erkennen. Wenn man draufklickt, wird es leider nirgendwo einem gesagt, oder? Dass es erobert ist, von wem. Das fehlt irgendwie, das Feature. Oder? Oder sehe ich es nicht? Wie erfahre ich, ob und von wem es besetzt ist? Dom bauen, ja, machen wir gleich. Besetzt von euch? Wo steht das? Ach, da! Ah. Genau da! Besetzt von euch! Ich bin manchmal so dumm, ne? So. Ja, da können wir weiterziehen. So, Holland leidet richtig. Das gefällt mir gut. Was ist hier los? Ach ja, das ist ja spannend. Dann gehen wir dahin. Antwerpen, Junge. Was will er denn schon wieder? Also, irgendwann ist auch mal gut. So. Die mag mich langsam. Der haut rein. Komm, wir segeln eine Runde. Doch nicht. Gut. Okay, wir haben hier richtig viel zu tun. Nein, 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 nein. Wir können Zahlung von dem verlangen. Stimmt, wir haben ja noch ein richtig krasses Druckmittel. Komm, machen wir jetzt mal. Nochmal 90 Tacken. So, Dom bauen. Das Ding ist, kann ich das? Ja, ne? 1000. Ah, das hat 850 gekostet wegen meiner Skillung. Aber mir gehört das ja nicht. Egal, machen wir, oder?
Ja, ich weiß, unterwerfen, ja, ja, ja. Aber die Skillung habe ich ja nicht. So. Nice. 5 Jahre. Gut. Ja, dann hätte ich vielleicht Kalle noch nicht geben sollen, sondern erst nachdem ich den Dom... Ja, ich wusste jetzt auch nicht, dass ich den so schnell... Also ich habe jetzt echt sehr viel, sehr schnell Geld bekommen. Sterzig wird erwachsen. Oh, Alter. Der wäre ein guter Erbe. Mit wem habe ich nochmal verheiratet? Ach ja, das war einfach nur ein Bündnis. Ich bin so dumm, Alter. Wait, das ist ein Verlöbnis. Brechen. Brechen. Wir müssen... Was ist mit Kalle? Alter, Kalle ist übel im Arsch. Verwundet. Er hat 2 Kinder. 2 Söhne. Wichmann. Und... Und Sterzig. Er hat ihn Sterzig genannt. Der ist fruchtbar. Das ist ja der Wahnsinn. Kalle, ey. Du hast dich deinen inneren Ängsten gestellt und versenkt. Und darauf bin ich stolz. Asexualität für einen Arsch. Geil, so, der wird unterrichtet. Vormundschaft anbieten. Ja, du wirst mein Erbe. Ich habe nie dran gezweifelt. Geil. Ja, dann darfst du auch heiraten, Sterzi. Komm. Und ab. Seine Söhne auch beide asexuell? Nein, 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 nein. Wäre richtig krass, wäre das jetzt so richtig verflucht. So. Der kann sich irgendwie nicht entscheiden, was er macht mit seinem Leben, ne? Gehen wir mal hin. Gut. Das hätten wir auch. Dann gehen wir jetzt dahin. Oh, kommen da Verbündete? Feindliche Armee? Hat er irgendwie Verbündete gerufen? Nee, ne? Hat er ja nicht. Mach keinen Scheiß. Wer bist du? Was machst du? Der greift auch den Jarl an. Ach, das ist der Krieg hier um... Nee. Keine Ahnung. Gut, ist ja auch egal. Schön. Nee, unten. Okay. Eure Schwester Kim ist verstorben. Das ist natürlich schade. So, der kann mir... sparen. Also, was heißt sparen, aber... Oh, was ist denn hier los? Wer ist das? Herzogtum Flandern. Oh, 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 oh. Oh, wir gewinnen trotzdem. Irgendein Verbündeter ist da reingekommen, ne? Ratsposten verloren. Ah, der ist gestorben. Scheiße. Ja, nehmen wir ihn, wa? Wobei... Ja, doch, ist ein mächtiger Vasall. Aber der mag mich. Das ist eigentlich nicht schlimm. Er hat keine Skillung. Warum haben die manchmal keine Skillung? Er hat Skillung in... Bildung. Wir nehmen mal ihn. Komm, scheiß drauf. Das ist alles in Ordnung. Ja, dann machen wir es so. Okay. So. Jetzt... führen wir die wieder zusammen. Die Armeen. Machen einen besseren Befehlshaber. Wobei, der ist schon ganz gut. Okay, und jetzt gehen wir da oben hin und hauen den auf die Schnauze. Alter. Ist halt auch nervig, ne? Oh, was ist... Also, die sollen sich bitte verpissen. Stammler. Oh, die hat aber... Ist ein brillanter Stratege. Plünderer, okay. Nun gut. Wir führen hier weiter Krieg. Okay, die haben ketzerische Scheiße gebaut hier unter den Katholiken. Das ist natürlich Kacke. So. Nein, 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 das ist meins.
Oh nein, es geht wieder los. Schon wieder Martinus. Du bist so dumm. Wieder Jerusalem? Oh nein, ey. Oh nein. Was machen wir jetzt, Leute? Dios Scheiß, sag ich dazu, ey. Mann. Ich sag mal, ich bin dabei, aber ich bin nicht dabei. Und dadurch kriege ich 90 Frömmigkeit. Ich kann ja gucken, wie die Chancen stehen. Mein Gott, ey. So, jetzt ist hier langsam Ende. Kein Begünstigter, ja. Da würde ich gerne... Okay, also... Kinder... Warum kann ich Tamina bestimmen, aber nicht meine Söhne? Hä? Und Mazat auch. Kann man keine Erben bestimmen? Scroll hoch? Nee. Wie... Wonach werden Begünstigte definiert? Ja, das... gefiltert ist doch scheißegal. Vier Leute sind vier Leute, egal wie ich die filter. Nur Frauen? Landlose Charles aus deiner Dynastie. Dürfen keine Titel erben. Achso, auch Leute. Okay, dann, Tamina, Alter, gönn dir. So. Warte mal, kann ich den Krieg umleiten? Aber das kostet Frömmigkeit, ne? Auf Syrien. Auf Dänemark. Geht das? Königreich Pommern. Yo, die nerven mich eh mit Scheiß... Die überfallen mich einfach alle zwei Minuten. Aber es kostet, glaube ich, arsch viel Frömmigkeit. Die sind alle nicht katholisch, beziehungsweise christlich. Das ist ja ein Affront. Lothringen wäre natürlich auch Giga-Ehre. ...500 Frömmigkeit, ja. Okay. So, Verlobte können heiraten. Ja, gönnt euch. Vorzug verfügbar. Dann machen wir das so. Kriege ich 10% mehr Steuern, wenn ich im Krieg bin. Also während Kriegszeit. Gut. So. Jetzt habe ich dich zerknechtet, Junge. Sehr gut. Sehr gut. Holland ist jetzt nur ein Haufen Scheiße. 6 Truppen. Gönn dir, Bruder. Alle auflösen. So, wann startet der Kreuzzug? In einem Jahr. Oh, wenn ich das schon wieder sehe, Alter. So eine Scheiße. Okay. Gut. Hier haben wir jetzt immer noch Waffenstillstand. Okay. So, wir können Glaubensoberhaupt um Geld bitten. Abfahrt. Wir können hier ein paar Gefangene verschallern. Ja, mache ich mal. Komm, 30 haben oder nicht haben. Ihr könnt den Titel Jarltum von Friesland übernehmen. Ist das so? Aha. Dann übernehmen wir das, oder? Kostet 250. Wait, ich habe ja schon... Also normalerweise macht man das ja... Nee, dann wird es quasi ins Reich ordentlich eingegliedert, richtig? Er hat dann keinen Anspruch mehr drauf. Man kriegt 300...
Nee, wie ist das? Also, wir bezahlen 250 Gold. Ja, Städtiger hat den Hof verlassen. Der ist jetzt aber auch erwachsen. Ist alles in Ordnung. So. Zack. Jetzt ist das mein Herzogtum, richtig? Ja. Okay. Und der Erbe für Friesland ist... Kann man hier irgendwie cool auf... Ja. Herzogtum Friesland. Sterzig bekommt das. Hm. Gut, aber zumindest hat der Holländer da keine Ansprüche mehr drauf. Das ist ganz gut. So, ich würde jetzt tatsächlich mein Kriegsvolk wieder... Trost eines Freundes. Ja, schön. Schön. Ich überlege, ob ich das Kriegsvolk... Naja. Wir machen erstmal fest mal. Komm. Bisschen saufen. Wir sind ja auch eine frohe Natur. Sterzig mag Partys. In Ostfriesland. Da sorgen wir mal ein bisschen für Ordnung. Zack. Haushaltsbemühungen. Ja, Boris ist einfach klasse. Boris ist einfach klasse. Ihr erfahrt, dass Mazat hat eine Affäre. Dann erpressen wir die mal, wa? Eigene Tochter hier eine Affäre. Ich glaube, es geht los, also. Die hat nicht genug Gold. Können wir sie schön erpressen. Generell, ich muss mir mal meine ganzen Druckmittel anschauen. Guck mal hier. Der Typ. Ja, erpresse ich bei ihm. Bis zum nächsten Mal. So, Zahlungsaufforderung. Hat nicht genügend Geld. Ich könnte ihn an Hof rekrutieren. Der hat immerhin 11 Kampfgeschick. Dann hole ich mal die Affäre an Hof. So. Wer ist das? Sterzig kann ich wieder an Hof einladen. Wer bist du? Die haben alle kein Geld. Alle kein Geld. Okay. So, was sind jetzt die nächsten Steps? Ich meine, letztendlich will ich hier auf jeden Fall das Herzogtum Niederlothringen haben. Auf jeden Fall. Was ist ein Fürsterzbistum? Was ist ein Fürsterzbistum? Scheiße, das bedeutet, ich kann gar nicht. Das ist theokratisch. Oh. Das muss ich immer einem Priester geben. Okay. Moment. Das bedeutet, die Boni durch den Dom. Ah, ist fürs ganze Reich. Das ist natürlich nice. Und bezieht sich nur auf die Gemeinde, dieses Bistum, diese Gemeinde. Mit Gemeinde ist die Grafschaft gemeint? Weil es ist ja unterschieden im Bistum und... Ach, Besitztum. Hm, das ändert ein bisschen was. Liegt nur daran, dass es von einem Bischof gehalten wird. Wenn du es übernimmst, wird es normal. Ach so. Okay. So, wir müssen jetzt ein paar Sachen machen. Also, erstmal Erbe sichern. Kalle verbieten. Henno auch. Nee, Henno zwingen, der soll sterben. Habe ich noch einen Sohn? Ich habe doch noch einen zweiten Sterzig, oder? Ach, der hat aber meinen Hof verlassen. Ja, aber erstmal, Sterzig ist mein Backup, oder? Ein Backup braucht man. Ja, der hat gute Stats. Henno ist richtiger Loser. Henno hat scheiß Stats. Ja, der soll verrecken, der wird gezwungen. So, dann Königreich schaffen. Wir haben drei Herzogtümer. Wir haben die Ruhmstufe. Wir brauchen jetzt 300 Gold.
500 Ruhm haben wir alles. 200 Frömmigkeit. Fraktion gegen euch geschaffen. Sag mal, seid ihr Jeck? Okay, nur Bauern. Ja, das bringen wir unter Kontrolle. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt 500 Frömmigkeit. Heilige Scheiße. Pilgerreise. Pilgerreise. Ja. Machen wir eine richtig teure. Dann warten wir noch ein bisschen. Okay, wir verhalten uns defensiv. Wir lösen... Wir vernichten Regimente. Wir haben genug Bündnisse, das geht klar. So. Wir vernichten die Regimente. Nein. Wir sparen jetzt. Machen eine richtig fette Pilgerfahrt. Das wird einfach die übelste Party. Meine hier wieder die Herausforderung. Das hat wieder was mit den Münzen zu tun. Ehre. So, jetzt machen wir eine richtig fette, fette Pilgerreise. Nach Jerusalem. So. Zeit für die Abreise. Kreuzzug bringt Frömmigkeit, I know, aber der Kreuzzug wird wieder richtig klatschen. Das wird gar nichts, ich sage es euch. Weil die KI ist zu kacke. Die KI ist zu kacke. Ich habe schon letzten Spielstand erklärt, könnt ihr auf meinem Zweitkanal nachsehen. Ist heute online gekommen. Kalle. Moin Kalle, was geht? Ich wünsche so, dass mir solche Spiele Spaß machen würden. Ausprobieren, Kalle. Kalle, pass auf. Du bist mein Erbe. Ich habe dafür gesorgt, dass Papo stirbt. Ich habe denen eine kleine Armee gegeben von 10 Leuten und habe den richtig in den Tod geschickt. Das war so richtig wie Faramir, Junge. Papo war mein Faramir. Ich habe gesagt so, Papo, Allah, erober mir Geldern zurück. Und, hoppala. Und, er tat es und ist gestorben. War nice. Faramir stirbt aber nicht. Ja, bei mir ist das halt ein bisschen advanced bei mir gewesen. Du bist mein Haupterbe. Ich habe mir mega den Aufriss gemacht. Dass du eine richtig... Nein! Die hat Akne. Das kann vererbt werden. Ey, Kalle, du bringst nur Schande in mein Haus. Also, es war alles perfekt. Du bist wunderschön. Du bist ein Ehrenmann. Auf einmal wirst du asexuell. Ich hol dir richtig nice Frau. Und die kriegt jetzt auch hier Louis. Oder Luis oder was das ist. Nur Stress. Nur Stress. Ich hoffe, sie stirbt. Ich muss sie ermorden. Mord. Nee, einkerkern. Ich kerker die jetzt ein. Du bummst Kalle nicht mehr. Finger weg von Kalle! So. Pilgerreise. Liebe deinen Nächsten. Unter den Pilgern gibt es eine Frau, die Menschenliebe und Zusammengehörigkeit predigt, bis sie zum Thema Heiden kommt. Achso, ja, jetzt kann ich sagen, Sympathie gegenüber Heiden oder Verachtung Heiden gegenüber. Ich würde sagen, Sympathie Heiden gegenüber, weil dann führt man, dann wird einem seltener der Krieg erklärt von Leuten anderen Glaubens. Die hat sich der Verhaftung widersetzt. Jetzt reicht's aber. Ja, Deus Vult. Abfahrt. Mord. Und du unterstützt das. So. So, jetzt gucken wir mal, wie sind die Chancen? Ja, krasse Musik! Deus Vult in Chat, Alter! Wir haben 4000 Truppen mehr. Aber das Ding ist, wir trudeln da wieder vereinzelt ein und die machen da übelsten Deus Vult, Anti-Deus Vult D-Day. Die machen da richtig Normandie.
vor Jerusalem. Das wird richtig scheiße enden wieder. Notfalls komme ich nach. Wenn ich sehe, das wird was, komme ich nach. So. Vor allem, ich pilger gerade meanwhile nach Jerusalem. Pilgerreise, Banditen. Wo ist mein Schwert? Ich werde diese Hunde in die Flucht schlagen. Aufstrebender Schwertmeister. Ruf. 48%, wir werden verwundet. Das ist nicht gut. Aber verwundet ist nicht so schlimm. Verwundet ist nicht so schlimm. Ja, wobei unsere Gesundheit ist nur in Ordnung, ne? Wir sind auch schon 47. Aber Kall ist ready zur Übernahme. Aber der ist auch verwundet. Das ist alles gerade nicht so optimal. YOLO. Ja! Aufstrebender Schwertmeister, Sterzig, du enttäuscht mich einfach nicht. Gesundheit, kleiner Bonus. Das ist ja einfach toll. Einfach toll. So. Genau, Lösegeld, die steigt nicht mehr im Preis. So. Alter, geil. Ich bekomme Pilger. Entschlossener Pilger. Ich bekomme... Oh, okay. Da euer Glaube im Grund... Achso, ja, super. Und 625 Frömmigkeit. So, jetzt sparen wir auf 300 Gold und rufen dann das Königreich Spandau aus. So und nicht anders. Schwertmeister Stechsterzig. Ja. So, wie läuft es hier? Die muss sterben. Kann überzeugt werden. Bestechen. Oh, ist teuer. Dann warten wir noch. So. Die muss sterben. Ey, kein Kind darf hier... Das geht nicht. Übrigens, was ist mit dem Brüderchen? Wichmann. Vormundschaft anbieten. Geil. So. Wichmann wurde Mündel von euch. So, wie läuft denn der Kreuzzug? Sammeln die sich tatsächlich? Oder was ist da los? Ja, hier kommt noch nichts an. Das wird so klatschen wieder, ich sag's dir. Okay, wir spulen jetzt vor auf 300 Gold. Zack. Neuer Bischof. Geht in Ordnung. Und jetzt, meine Damen und Herren. Ah, ich bin im Krieg, deswegen geht es nicht. Scheiß Kreuzzug. Na gut, dann holen wir einfach jemanden ins Boot um. 300, nein! Oh mein Gott, das war dumm. Scheiße, das war richtig dumm. Naja. Kommt davon, wenn man unaufmerksam ist. So. Gut. Tja, passiert. Aber immerhin ordentlich Komplottstärke dazu gewonnen. Kann ich die nicht versuchen, nochmal zu verhaften? Nee, ne? Gerade nicht. Okay. Was, wir gewinnen den Kreuzzug? Nee, wait. Kreuzzug für Köln. Ah, es kann noch kippen. Oh, jetzt knallt's.
Hat sie erledigt, Jungs. Können wir nach Hause. Das ist einfach so lächerlich, ey. Jetzt schon? Scheiße. Na komm. Abfahrt. Ja. Ja! Sehr gut. So. Warum bist du die ganze Zeit verwundet? Hol dir doch bitte einen Hofarzt, Kalle, bitte. Ich muss mich umbringen. Erstmal neu verheiraten. So, jetzt noch hoffentlich ein paar neue Angebote auf dem Markt. Sind nämlich ein paar Jahre vergangen. Alter. Von Feuchtwangen? Was? Warte mal, kann ich Selbstmord? Ich könnte jetzt einen Selbstmordversuch unternehmen. Und von hier an. Aber ich kann tatsächlich auch die. Ruhig, ehrgeizig, maßvoll. Heterosexuell. Hübsch. Wie ist das denn mit Genie? Ist 40. 40, schüchtern, bescheiden, fleißig. Aber ich bin gesellig. Und gesellig und schüchtern. Also, Kalle ist gesellig. Gesellig und schüchtern ist scheiße, ne? Er ist Königreich, ja. Ach, Kalle, du bist einfach... Stress. Stress ist das mit dir, Kalle. Okay, dann holen wir uns jetzt robust in den Wagen, würde ich sagen. Was kann die? Mitfühlend, zynisch, sprunghaft. Ja, müsste klappen. Müsste klappen. Nehmen wir. So. Hoffentlich verarztet jemand den mal. Das ist halt wirklich... Kann jemand bitte mal seine Wunden... Okay. Gut, so. Ich hoffe, der Krieg ist bald vorbei, der Kreuzzug. Eine Gemeinde in Not. Friesland. Sorgfältige Leitung. Oder Unruhen unterdrücken. Sorgfältige Leitung. Gut. Der Dom ist bald fertig. 15 Monate noch. Aber Kalle kann doch ruhig auch mal was bauen. Also, ich weiß nicht, was das soll. Ja, Junge, Kalle braucht einen Arzt, nicht ich. Ich bin fein, ich habe einen Arzt. So. Wir können eine Jagd veranstalten. Ah ne, wir sparen gerade auf 300. Kriegen wir aber eh nicht vor Kriegende. Dann machen wir jetzt eine Jagd. Die werden halt so hart in die Flucht geschlagen. Der abtrünnige Erbe. Was? Mein Sohn, Graf Kalle, ritt vor, um unsere Beute zu verfolgen. Ich folge ihm und als ich ihn erreiche, zieht er gerade einen Pfeil aus einem zu Boden gegangenen Bauern. Kalle! Als er mich sieht, versteckt er den Pfeil hinter dem Rücken. Das war das Tier, Vater. Wirklich. Sind gefährlich. Bald wird der Rest der Gruppe uns erreichen und eine Erklärung verlangen. Kalle knallt einfach einen Bauern ab. Ein Jammer, dass das Tier euch beide getötet hat. Ich könnte jetzt Kalle töten. Aber nee, der hat gute Söhne. Okay. Dann machen wir die Diplomatie-Herausforderung. Geil. Ehre. In Bremen jagen wir Kalle. So. Hier unten gibt's mies aufs Maul, habe ich recht.
Ja, wir legen schon wieder ab. Es ist einfach eine lächerliche Scheiße. Dieser Martinus. Wirklich, ey. Du bist einfach der größte Dulli. Hm, hab's Martinus. Vollidiot, ey. Alter, Bayern geht's ja gerade nicht so gut. Die sind dick im Krieg, ey. Bayern ist mies im Krieg. Die sind ultra viel im Krieg und verlieren alles gerade. Ich habe auch noch ein paar Verbündete. Ich glaube, ich sollte das machen. Ja. Das ist ein dicker Batzen und sie mag ich halt gar nicht, ne? Oder ich warte noch ein bisschen, wie sich das entwickelt, hier die ganzen Kriege mit Bayern, weil gegen Böhmen sind sie ziemlich am Gewinn. Und der Verbündete 150 ist auch dick im Krieg. Und der andere ist auch... Okay. Aber das ist alles so vereinzelt. Nee, komm, wir gehen jetzt rein. Ihr habt geschworen, am großen Religionskrieg gegen König Ludwig IV. Teilzunehmen. Hä? Was? Ist das ein Bug? Meinen die den Kreuzzug? Nee. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass das Kreuzzug-Mates sind, theoretisch. Alter, was ist denn hier los? Wo sind die ganzen Araber hin? Hä, Alter? Was ist hier los? Da sind sie. Jetzt gibt's wieder mies aufs Maul. Also, ich bin enttäuscht. Vom Papst, von meiner Religion. Einfach enttäuscht. Es geht eigentlich bei Holland. Kann man da vielleicht nochmal... Ne, ja, okay. So, Ostfalen. Dänemark. Niederschlesien. Wir sind doch truppentechnisch jetzt echt... Böhmen. Aha. Großmähren. Bulgarien ist halt auch nicht schlecht, ne? Schon den ganzen Spielstand. Oh, Schweden wird doch immer größer. Holy shit. Das ist halt ein bisschen awkward, ne? Was hier mit Schweden geht, ey. Okay, aber ich muss sagen, wir sind inzwischen auch... Gefällt mir. Geht voran. So. Ich hoffe, das ist da unten gleich... Oh nein, Mann. Der zweite Kreuzzug annulliert? Ja, okay. War nicht mehr möglich, ihn fortzusetzen. Gut. Boah, ist das doof. Mann. So. Dich können wir einkerkern lassen. Ja, hier sind wir ja dran mit Kontrolle aus Friesland. Okay. Dann können wir jetzt mit 300 Gold... Konnte sich der Verhaftung entziehen. Dann können wir mit 300 Gold jetzt gleich unser Königreich hier ausrufen. Nice, es ist soweit, Leute. Alter, heute geht's gut voran. Wir haben Köln erobert.
Irgendwas war doch heute noch richtig krass. Wir haben Köln erobert. Wir haben Holland weggemacht. Wir haben den Dom gebaut. Genau, den Dom gebaut. Ne, hier brauche ich noch richtig viel. Und jetzt gründen wir unser eigenes Königreich, Junge. Damit es auf alle Zeit meiner Dynastie gehört. Alle Herzogtumtitel, die ihr haltet, werden de jure heilig, Herzogtümer. Alle Herzogtümer, die ich halte. Könnte, ja, okay. Gut, machen wir. Abfahrt. Danke. 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 Ich bedanke mich. Ich habe getan, was niemand sonst konnte. Ich habe die Lande von Spandau mit denen von Friesland und Westfalen vereint. Mein ganzes Leben habe ich darauf hingearbeitet. Das ist übrigens geil Sterzig, der es sagt. Meine Vasallen zu mir zu rufen, auf dass sie mir vom Neuen die Treue schwören. Jetzt und für immer da werde ich nicht nur Lehnsherr für sie sein, nein, sondern König. König von Spandau. Mein Reich wird ewig währen. Geil. So, das Gute an der ganzen Sache ist, der Haupterbe bekommt immer den Haupttitel. Das heißt, er wird das Königreich Spandau erben. Das Ding ist, leider gehört zum Königreich jetzt noch nicht hier Hessen und so dazu. Das hatte ich eben geguckt. Sondern nur oben die Grafschaften, die ich, Herzogtümer, die ich habe. Das müssen wir dann nach und nach erweitern. Das heißt, ein bisschen wird was wegbrechen. Stechkönig. So, das heißt, Kalle ist jetzt auch Prinz, ne? Prinz Kalle, ey. Geil. Schwerpunkt auf Pflicht. Na gut, muss er wissen. Okay. Gut. Zu viel gehaltene Herzogtümer. Ja. Friesland geben wir ab. An Prinz Henno. Hier gerne Kalle. Dynastie. Kalle geht nicht, weil er schon... Warum geht Kalle nicht? Weil Sterzig Haupterbe ist, oder was? Oder wie, oder was? Hm. Aber, ja, das Ding ist, wenn man immer einen Titel an ein Kind gibt. Das Ding ist, hier jetzt Sterzig Erbe von. Ich glaube, ich gebe es... Das Problem ist, wenn ich es hier Sterzig gebe, dann wird der halt Ziel von Ränkeschmieden. Ränke, ne, Spielchen, Amena. Der Haupterbe kann nichts bekommen, was er nicht erben würde. Ich geb's mal Prinz Henno. So. Okay. Glaubensoberhaupt um Gold. So, dann werden wir hier mal die Steuern erhöhen von Henno. Und du musst da jetzt alleine klarkommen. Wobei, ich könnte ein bisschen noch... Ja, schadet nicht. Okay. So. Was macht die neue Frau von Kalle, frage ich mich. Hat ein Kind bekommen. Mit... Wollen wir mich verarschen, Alter? Sigwart hat gar keine Effekte. Alter, kann Kalle jetzt bitte gesund werden? Ich raste gleich aus.
Dafür, dass Kalle asexuell ist, ist er ganz schön am Pimpern. Ja, das stimmt. Kalle hat 3 Kinder. Nicht 5. Wait, nee. Doch. Kalle hat 3 Kinder. Der Sterzig ist halt echt gut, ey, mit fruchtbar. Das ist richtig nice. So. Genau. Wie machen wir das? Boris ist tot. Scheiße. Gut, Chance für mich, nochmal ein paar Kinder rauszuknallen, oder? Aber ich gehe jetzt einfach auf Summe aller Wert. Genie, 42. Da vergisst man doch schnell Boris, oder? Ist das die Lesbe? Wo war die jetzt? Bisexuell. Das ist ja der Hammer. Chance auf Kinder moderat. Ja, aber die hat auch die... Ja, komm, Abfahrt. So. Die hat krank viele Stats. Holy shit. Bildung. Alter, auf einmal ist Sterzig einfach schlau. Heftig. Okay, dann beeinflussen wir die. Nee, wir verführen sie. Das gibt nämlich safe ein Kind. Ja, ist schade. Boris war eine richtig gute Frau. So, ich glaube, ich würde jetzt hier den Krieg erklären. Komm, 4000. Wir haben ordentlich Verbündete. Machen wir. So. Verbündete in den Krieg rufen. 1. Ah. 2. Ah, das sind Vasallen von... Okay. Ja, gegen sie Fürcherkrieg. Okay. Ja, müssen wir jetzt gucken, wie wir das lösen. Ansonsten, ich kann ja auch noch neue Bündnisse schmieden, aber wir sind im Krieg. Da ist das schwierig. Alter, was geht mir in der Bretagne, ey? Wäre hier ein guter Verbündeter. Niederschlesien. Quatsch. Ich gucke gerade, ob wir irgendwo noch ein gutes Bündnis kriegen. Was mit dir? Der hat eine Tochter. Ja, wird nicht annehmen. Schaffen wir das so? Ohne Bündnispartner? Müssten wir eigentlich tatsächlich. Das Ding ist, es werden Verbündete einsteigen.
könnte Söldner rufen. Das ist alles hier schwierig. Lol. Ich kann sie einfach heiraten. Ja, ich glaube, ich krieg so hin. Wenn ich das gut spiele. Vielleicht noch jemand richtig Fähiges. Ja, wir müssen das jetzt auf jeden Fall so machen. Wir müssen nach Rittern suchen. Okay, und wir müssen gut kämpfen. Wir müssen gut kämpfen. Erstmal Braunschweig belagern. So, wir haben 3600 zu 3500 Truppen. Belagern jetzt erstmal Braunschweig. Ritter ist eingetroffen. Leichtsinn, Experte. Okay. So, wir müssen jetzt gucken, wie das läuft. Ich mache einmal kurz Pause. Ja, Braunschweig wird gerade schön belagert. Ich mache einmal kurz Pause. Kann Sterzig heilen? Was? Ist doch gar nicht krank. Was erzählt ihr? Oh, Kalle ist wieder gesund. Das ist nice. Ich mache einmal kurz Pause und gehe Pipi machen. Bis gleich. So, niederes Volk, Alter. Aua. Okay. Also ist jetzt ein bisschen risky, was ich hier mache, weil das ist schon, das kann eine enge Kiste werden, aber ich bin ganz guter Dinge. Ja. Und es ist echt worth, weil ich richtig fett was in mein Reich dazu bekomme. So. Genau, die verführen wir ja gerade. Genau. Ein Geschenk.
Die ist auch instant wahnsinnig geworden. Wieso wird jeder, der mit Sterzig zusammenkommt, instant wahnsinnig? What is happening? Das, was? Sterzig, was ist los mit dir? Alter. Warum wohl, ja. Also, die ist fleißig, bescheiden, schüchtern. Das heißt, kein Schneider. Der ihrer Dynastie treu ergeben ist. Boah. Ich glaube gar nichts, oder? Das ist irgendwie, das ist schwer. Nein. So, jetzt muss mein Verbündeter. Wie sieht das überhaupt aus mit Verbündeter? Wo sind die Truppen? Da. Wen belagerst du da? Bist du dumm? Alter, scheiße. Okay, ich muss das anscheinend allein machen. Ich brauche eigentlich jetzt im Kriegsfall jemand fähiger und es tut mir ja leid, aber so. Wir können auch eigentlich persönlich, ach ne, wir haben ja gerade verführen, genau. So, geil. Das ist richtig nice. Sterzig ist eigentlich Joffrey, ja. Also, wenn die hier nicht in die Pötte kommen, weil die gegen andere noch Krieg führen, dann könnte wirklich Kriegsvolk jetzt gerade den Unterschied machen. Dankeschön. Ach, schöne 5 Minuten, Terrine. Oh, Ehre. So. Guckt ihr auf die Uhr, ja? Dann würde ich jetzt doch Kriegsvolk ausheben. Dann war es aber overall worth. Nicht worth, weil es kostet ja auch immer beim Ausheben. Ich habe jetzt nicht, glaube ich, lang genug wieder vernichtet, dass das Geld wieder reinkommt. Das ist ein bisschen bitter. Kannst du nicht gleich Bayern einnehmen? Nein, dafür habe ich keine Kriegsgründe. Bei Crusader Kings 3 brauchen immer Kriegsgründe. Wie viel Terrin klopfst du dir am Tag so rein? Ja, eine pro Stream eigentlich immer, weil während des Streams 4 Stunden brauche ich halt irgendwas zu essen. Okay, scheiß drauf. Wichtig ist, dass wir diesen Krieg gewinnen. Scheiß auf Katapulte, oder? Ja. So. Das wird eingenommen. Dann gehen wir jetzt zurück und regenerieren uns. Ritter ist eingetroffen. Ich brauche halt einen guten Heerführer. Ich hoffe die ganze Zeit, dass jemand da dabei ist. 11, 12. Auch nur 12. Gut. Jetzt nehmen wir das ein. Nice. Schwanger. Bitte, 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 bitte. Bekomme einen Sohn, der Genie bekommt. Das reicht mir, glaube ich. Wobei, ja. Oh, nice. Verbündeter ist da. Erneuter Dschihad. Nein, der erste Dschihad. Das Haus des Islam wird in seinem Herzland durch die anstürmenden Heiden und Ungläubigen bedroht. Als Antwort darauf hat seine Magnifizenz Kalif Musa erklärt, dass das Zeitalter des neuen Dschihad über die Welt hereingebrochen ist. Scheiße. Ja, hast du jetzt davon, du Vollidiot Martinius. Befehlshaber befördern. 18. Das sieht gut aus. Stratege und Glaubenskrieg. Ja. Bitte. Fortner. Zack. Okay, so. Oh, lol. Was ist da los? Okay, so. Heilige Schriften, auf jeden Fall. Die ist ja sehr... Die möchte etwas über Religion hören. Klar, oder?
Sehr gut. Aber ich würde gerne auch, nee, wieso nicht? Gut. Warum? Belagerung stationieren und rein da. Der 33. Okay, da müssen alle rein. Da müssen alle rein. 33. Weg mit dir. Scheiße, ey. Sie ist nicht länger schwanger. Frühgeburt! Nicoletta, Alter. Aber gut, dass die Verführung noch nicht durch ist, weil jetzt wird direkt wieder ein neuer Braten reingeschoben. So. Wird Affäre. Ihr habt Königin Nicoletta beschlafen. Geil. So, nice. So, und wehe, das wird wieder Frühgeburt. Würde aber zum Spielstand hier passen. Der ist halt so ein Prachtbursche geworden. So. Ja, hier wird jetzt eingenommen. Geil. Geil. So, jetzt wird sich ein bisschen erholt. Und jetzt können wir eigentlich... Oh, es ist schon erobert. Großmähren erobern. Ja, oder? Abfahrt. Achso, wait a minute. Wir heben mal... Terrine, oh, danke. Dein Reich wird belagert. Nein. Ja, so Fraktionen gründen sich immer mal wieder. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist wahrscheinlich sogar nur Bauern, genau. Okay, also. Oh, du hattest recht. Ich komme sogar zu spät. Drauf da. Zack. Und weg damit. So, das wird hier zurückerobert. Fulda. Ich glaube, es geht los. So, und dann sieht der Krieg schon sehr gut aus. Muss man sagen. Auch wenn der... Geil! Geil! Harald ist gestorben, ey. Ha! Und Holland gibt's nicht mehr. Ehre. So, Lothring ist übrigens, glaube ich... Ja, Waffenstillstand abgelaufen. Gut, sehr gut. Gefangene, sehr gut. Boah, Alter, wie viel Geld. Oh mein Gott. Holland ist Geschichte. Und nochmal 72. Alter, fast 300 Tacken hier durch Gefangene. Ist ja einfach nur komplett Ehre, ey. So. Guten Appetit. An mich selber. Mm. Ist aber heiß. Ja, die, du bist, also, du bist bald gar nicht mehr relevant, Mädel. Kreuzritter, ja. Du hast wahrscheinlich richtig geintet da unten. Toller Kreuzritter, ey. So. Okay, jetzt marschieren wir. Nach. Ich glaube, wir marschieren dahin, oder? Nach Bruno. Weil ich meine, Bayern ist besetzt, also die Hauptstadt. Okay, der will jetzt einfach Stück für Stück hier alles ein. Ja, das könnte man auch machen. Dann machen wir das so. Schwanger. Hä? Wait a minute. Ach so, ja, schwanger, genau. Ich habe sie beschlafen. 9 Monate vergangen. Ehre. Ich bin schon dabei. Entspannt euch. Aber danke für den Hinweis. So. Genau. Also, Kriegsvolk ist fertig. Dann heben wir jetzt aus. Zack. Und die gehen hinterher. Oh. Hier kommt Bayern. Was ist denn da los? Nee, nee, nee. Das geht aber nicht. Stationieren und hinterher.
So. Endlich. Endlich. Plenarversammlung. God bless. So, das bedeutet... Oh, das ist nice, dass wir das noch mit Sterzig hinkriegen. Das ist sehr nice. Das bedeutet, wir können jetzt die begrenzte Lehnsautorität erwirken. Das heißt, wir können beim Erbteilungsnachfolgerecht ein bisschen switchen. Nee, bei Spandau möchte ich gerade nichts weiter errichten. Du meinst in Minden, ne? Weil ich spare mein Geld, um dann hier Köln... Actually war es richtig dumm, das an Kalle zu geben, merke ich gerade. Ich habe irgendwie gedacht... Naja, ich kann es ja trotzdem ausbauen. Nur halt... Nicht mit den Boni, ne? Alter, was ist denn jetzt los? Alter. Das passt. Können wir das nächste Mal machen, wenn Kreuzzug in Gang kommt? Oder wenn eine Hexenverbrennung stattfindet? Also ich kann schon mal in Köln Sachen ausbauen. Aber es kostet mich, als hätte ich nicht meine Verwaltung. Meine Skillung. Das ist natürlich bitter. Ich will halt eh meinen Hauptsitz switchen. Nach meinem Tod. Deswegen lohnt es nicht, da Minden weiter auszubauen. Das ist das Ding. So. Was machen wir als nächstes? Ich würde sagen Stadtplanung. Oder Kriegsgrund. Dann kann ich eine ganze Grafschaft immer... Nee, wait. Das Recht des Stärkeren, bla bla bla. Ach, den habe ich noch gar nicht? Ja, das wäre wichtig. Gut. So. Hier werden jetzt noch ein paar Burgen erobert. Oh, da kommt schon wieder Bayern drauf da. Oh, jetzt ist aber... Kann mein Verbündeter bitte mitziehen? Das wird jetzt eng. Scheiße. So. Müsste ich gewinnen. Oh, die hauen schon rein. Oh, yo. Ich habe einen halben erwischt. Hä? Geil. Ein Sohn. Die will den Sterzig nennen. Ach, von mir aus. So, jetzt bin ich gespannt. Leider keine vererbbaren Eigenschaften. Naja. Gut, so, da wird eine Schlacht gewonnen. Und jetzt geht's hier noch hinterher. Geil. Zack. Ehre. So, wir haben aber leider auch im Krieg jemanden verloren. Ach nee, gar nicht. Oder war das auch ein Ritter? Kann gut sein. Neffe und Vasall. Graf Rimbert. Ist mein Neffe? Okay. So. Ist das dann jetzt eigentlich schon Sterzig der Vierte? Prinz Sterzig, nö. So. Ja, dann erobern wir hier jetzt weiter. Wechselnde Interessen. So, er ist übrigens... Ihn werde ich weiterspielen nach Kalle. Wahrscheinlich. Behält sprunghaft. Zornig, nachsichtig. Ja, sprunghaft... Ist halt scheiße in der Verwaltung. Nachsichtig ist schon auch ganz gut. Ist vor allem auch eine Tugend. Der ist auch asexuell. Nee. Noch keine sexuelle Orientierung. Macht Sinn mit 9. Ihr denkt schon wieder hier. Aber komisch, dass dasselbe Symbol ist wie asex. Ja, nachsichtig, komm. Der ist wichtig. Den müssen wir formen. Wir können aber jetzt auch nochmal ein Festmahl veranstalten.
Was ist denn da unten los? Also, jetzt reicht's aber. Lebendiges Festmahl. Geil. Das sind so diese kleinen Attribute immer hier. Diese kleinen Effekte, die da dazu kommen. So. Ne, da rennen wir jetzt hinterher. Geil. Gut, Festmahl. Nichts Besonderes passiert. Geil. Wieder einzeln abgefangen. Nächste Schlacht. Mich hinterher setzen. Bringt immer ein paar Siegpunkte. Immer gut. Der will abhauen. Alter, wie schnell ist der? What the fuck? Warum ist der so schnell? Warum ist er so schnell? Stopp! Wo will der hin? Wo will er hin? Ich hab gewonnen, mir reicht's. So. Geil. Schön und Brocken. Einverleibt. Nice. Fahren Sie rechts ab. Boah, ich habe hier so eine Kuchengabel. Ist natürlich Critical Fail. Was will die Musik? Kann die mal aufhören? Festmahl ist lange vorbei, Alter. Jagd brauchen wir nicht. So. Gold vom Glaubensoberhaupt. Lange. Super. So. Einkerkern. Hat geklappt. So, die einkerkern. Gott bless. Zu viel gehaltene Herzogtümer. Okay, Ostfalen. Wichmann ruhig. Ja, mir scheißegal. Ostfalen, vergeben an. Ihn hier? Ja. Schön immer Leuten aus meinem Haus geben. Sterzig der Zweite. Wie läuft's denn? Ich hab dir noch mal ein Kind bekommen? Tatsache, eine Enkelin. Die ist hübsch. Okay. So. Übrigens kann ich nicht auch... Achso, ja. Wir machen erstmal jetzt das. Zack. So. Das ermöglicht uns, Nachfolgerecht zu ändern. Noch nicht. Genau, ich brauche dann erst Erbherrschaft. Das ist hier erst der Fall. Na genau, okay. Gut. Ja, Braunstein hat auch ein Special-Gebäude, das stimmt. So, wir haben Arsch viel Gold. Jetzt die Frage. Ja, wir ballern alles in Köln, I guess. Ja. Ist halt übel scheiße, dass unsere Skillung hier nicht wirkt. Doch, ist Verwaltung. Alles gut. Ich könnte ihm den Titel aberkennen, dann ist er zwar sauer, aber es ist ja egal. Hier, erpressen. Warum? Mord? Wen hat er ermordet? Erpressen? Oh, super. Woher weiß ich das? Sehr gut, so. Wen hat Kalle ermordet? Alter, Kalle, ey. Titel aberkennen. Zack, Druckmittel. Ist 20 Mal... Ach ja, den Bauern, stimmt. So, dann gehen wir her. Bringt 20 Tyrannei. Jetzt muss ich aufpassen mit...
Fraktion. So. Ist gelungen. Jetzt kann ich hier schön billig bauen. Okay. Was bauen wir denn? Ja, Höfe und Felder. Zack. So, dann hier bauen wir Herrenhäuser. Und hier bauen wir dann gleich eine Burg, denke ich. Bonn. Okay. Ach, Tempel muss erst drauf. Dafür brauche ich aber erst Stadtplanung. Darauf gehe ich aber nicht. Stadtplanung ist... Okay, dann machen wir erst Stadtplanung. Gut, dann upgraden wir das. Okay. So. So, ich kann jetzt jemanden von meinem Rat auf eine Fortbildung quasi schicken. Und ich glaube, wir nehmen den Ratsmarschall. Ja. Ja. Gut. Und wir müssen jetzt hier mal ihn auf jeden Fall beeinflussen. Das ist schwierig, was da gerade passiert. Nicht, dass hier noch ein Komplett... Oh, ich hab keinen Hofarzt mehr. Der ist anscheinend verreckt. Das wird einem manchmal gar nicht so gesagt. Rechts unten den Kleinen. Ja, wird hier meine Frau Gemahlin. Aber erstmal verlange ich eine Bekehrung. Das geht ja gar nicht. So. Wieso kann sie nicht mein Hofarzt werden? Hä? Wieso geht das nicht? Jetzt. Ach, die muss erst den gleichen Glauben haben. Ah, nee. Weil sie gerade schon in der Aktion war. Okay, so. Ich würde sagen, es läuft. Köln wird komplett. Ich kann das hier schon mal zum Reichssitz machen. Köln wird komplett upgegradet. Stadtplanung wird... die Innovation wird erforscht. Wir können jetzt gucken, inwiefern wir Lothringen da jetzt Dortmund einverleiben. Ja. So. Was ist eigentlich in Lippe los? Also, das ist ja... Können wir eigentlich mal korrigieren, ein bisschen zumindest. Titel eingliedern. Ah, hier hinten, ne? Das kannst du eigentlich machen. Wie lange brauchst du dafür? 66 Jahre. Alter, vergiss es. Heimische Angelegenheiten. Okay. Veranstalten wir eine Jagd, würde ich sagen. Bringt eventuell Jungjäger oder ein paar Ereignisse, Druckmittel. Wieso keine Stadt in Köln? Hä? Hier ist so eine Stadt. Bonn. Und, ja, hier ist eine Stadt. Tempel fehlt. Nee, Armee ist nicht ausgehoben. So. Der hat Scheiße gebaut. Wir bleiben dran, ja. Die Jagd wird fortgesetzt.
ihn muss ich unbedingt auch... Okay, gerade ist echt ein bisschen doof hier mit der Beliebtheit, muss ich sagen. Ihm würde ich mal ein Geschenk machen. Das ist gut investiertes Geld. Schade. Beute ist entkommen. Köln kann nur easy angegriffen werden. Ist scheißegal. Scheißegal. Jawohl, Jungjäger. Also ist nicht scheißegal. Aber ich möchte auf jeden Fall, dass das meine Main-Grafschaft wird. Wegen dem Dom. Und deswegen mache ich es zum Reichshauptsitz. Weil es dann immer wenn mein Charakter stirbt, direkt weiterhin in meinem Besitz bleibt. So. Alter, mit einer Kuchengabel. Ist weg. Ich wette, Hand of Blood würde richtig abstinken in der kompetitiven Bannerlord-Szene. Smiley mit Zunge. Oh, ich bin jetzt so triggert. Ja, Mann, die kompetitive Szene in Bannerlord, Alter. Da wäre ich gerne echt voll am Start, walla. So. Ach ja, guck mal hier, Steuern erpressen. Niedrige Gemeindekontrolle in Köln, das geht gar nicht. Korrigieren wir. Meinung erhöhen. Oh, Alter, wer ist er? Scheiße, der ist sauer. Den tue ich mal lieber in meinen Rat. Wobei... ja, muss ich. Aber der ist halt so viel schlechter. Was hat denn der noch so drauf? Verwaltung 10 ist scheiße. Nee, der ist ja einfach nur Kacke. Oh Gott. Und der lispelt. Untertan erpressen. Was hat das für negative Auswirkungen? I try. Habe ich ja geskillt. Untertanerpressung. Mächtige Vasallen. So, mein Neffe. Okay. Verstehe. ...40 Meinung geht runter. Puh. Ich krieg 200 Gold. Macht euch keine Sorgen, ich werde jeden zahlen lassen. Tyrannei, 10 Meinung. Wie ist denn die Volksmeinung? Warte mal, wo sehe ich denn das nochmal? Wo sehe ich nochmal die allgemeine Volksmeinung? Wann das nochmal? Weiß das wer? Nee, ne? Wann kommt das auf YouTube? Ich glaube Samstag? Alle Untertanen. Ach so, es ist einfach nur alle Untertanen verlieren 10 Meinung. Ja. Boah, nee, da mache ich nur eher. So. Ich muss jetzt. Oh lol, das ist mein Radspitzel. War das dumm. Ja, da muss jetzt jemand anders hin. Warte mal. Relevanz. Ja. Wobei, die ist auf Kurs. Der ist schlecht. Was ist mit ihm? Nehmen wir ihn. So. Und ihn hier beeinflussen wir.
Warte mal, wir können Titel auch erkennen. Mhm. Hm. Dann wäre er richtig sauer, aber er wäre kein mächtiger Vasall mehr. Ja, nee, ich beeinflusse ihn einfach. Das sollte passen. So. Okay. Schon wieder 20 Uhr, so eine Scheiße. Einmischung in die Ehe. Kalle ist mein Rivale? Seit wann das? Ich habe ihn doch nur in Titel aberkannt. Es ärgert mich, dass mein Rivale Kalle die Annehmlichkeiten einer glückseligen Ehe mit seiner Gemahlin Lertan zu genießen scheint. Aber das ist doch gut. So mein Erbe. Ist doch gut, wenn er eine gute Beziehung führt. Ey, was ist los mit dir? Ich könnte ihm viel Schereien und Sorgen bereiten, indem ich zwischen ihren Nein, nein, nein! Plan verwerfen. Plan verwerfen, Junge. Was ist los mit dir, Sterzig? Ey, was ist los? Du bist nachsichtig und bescheiden. Warum willst du so eine Scheiße abziehen? Gut, also, fassen wir zusammen. Wir haben heute Köln besetzt, den Dom gebaut, Holland vernichtet, Ostfalen besetzt. Wir haben eine schöne Erbfolge erschaffen, unter anderem unser Erbe steht, Kalle. Und Herzog Sterzig ist daraus schon hervorgegangen. Sterzig der Zweite. Und der ist fruchtbar. Das ist einfach das Niceste überhaupt. Da bin ich der Vormund. Das ist alles safe. Wir haben eine gute Truppenstärke mittlerweile. Ohne Kriegsfolge. Wir können jetzt Lothringen nach und nach einverleiben. Wir werden hier alles ausbauen, was geht. Ist nice. Lausitz wird dann auch langsam mal weggemacht. Dänemark können wir angehen. Die sind alle schwach. Ja, und Bayern muss dann auch irgendwann mal. Gucken wir mal. So, ich würde sagen, Komplotte stören ist immer standardmäßig an. Ich würde sagen, das war's für heute. Es hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten wieder 12.000 Zuschauer oder sind immer so bei 11.000. Es ist insane. Finde ich nice, dass das Interesse bestehen bleibt. Wir raiden jetzt irgendwem rein. Also eben mal wieder, also nur mal am Rande gesagt, ne? Mich macht das gerade mega glücklich generell. Es ist aktuell mein absolutes Lieblingsspiel. Und da, es ist selten in meiner Position so, dass ich meine privaten, 100-jährigen kompromisslos meine privaten Interessen komplett auf meinen Content schmeißen kann. Das ist super nice. Versteht ihr, was ich meine? Ist einfach privat, sucht ich das ohne Ende. Absolutes Lieblingsspiel. Und es ist einfach on stream und auf dem Zweitkanal das stärkste Format, was ich je hatte. Noch nie kamen Zweitkanal-Videos so gut an. Noch nie waren normale Streams so stark. Das ist insane. Freut mich sehr.